Guten Tag. Mein Name ist Trollballerina und Sie hören White Russian. In der letzten Folge, Billy weg und direkt erstmal schön sich mit allen anlegen. Das ist ja ganz wichtig, dass man nichts Produktives macht prinzipiell, sondern erstmal schön Aggression. Ne? So. Heute geht's damit weiter. Es liegt quasi der Geruch von Regen in der Luft. Ich fand das ja lyrisch. Danke, Balashim. Genau. Und wir starten direkt nach der kurzen Ansage noch. Und zwar, ich habe ja irgendwie in diesem Zukunftsmusikvideo gesagt, okay, wir werden irgendwie Sonntag immer was rausbringen, Freitag Cthulhu und dann Mittwoch vielleicht noch eine Folge Shadowrun. So, wie ich nun auch meinen Spielleiterstil pflege, so werde ich das ja auch halten und scheiß auf mein Geschwätz von gestern. Einfach weil es ist jetzt Folgendes los. Und zwar haben wir diesen Montag, das war der hier Dings-Tag, 27. Juli, haben wir die Folge 9.10 gespielt. Und diesen Sonntag jetzt, also am 2. August, würde Folge 2 davon rauskommen. Wir haben also bereits wieder einen minimalen Vorsprung erspielt, den ich irgendwie loswerden muss. Und es kann halt sein, dass ich es Mittwoch nicht schaffe und dann wäre ich ja irgendwie an diesen Termin gebunden und da scheiße ich drauf. Erwartet Sonntag immer eine Folge und ansonsten irgendwann kann es zwischendurch auch passieren, dass ich noch was raushaue. Ist einfach so. Mache ich jetzt so. Da bin ich nicht so festgelegt und bla und vor allen Dingen auch deswegen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, ich ja jetzt irgendwie auch eine Vampire-Runde plötzlich leite und ja, ne? So, das findet auch am Mittwoch statt, von daher ist alles ganz verrückt. Und ja, ich werde jetzt mal ein bisschen versuchen, Vorsprung abzubauen. Viel Spaß und bleibt geil. Genau, Kaban hat eine Ini von 12. Genau, ja, Jojo 12, auch. Aber nicht, das ist nicht der erste Guy. Der erste Guy. Also, der erste Guy. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Er steht im Flur vor einer Tür. In den Flur passen keine zwei groß und gut gebauten Männer nebeneinander. Der Typ vor Jojo und vor Kaban ist jetzt halt ein bisschen an die Tür gepresst. Rechts in dem Raum ist einer relativ nah, links in dem Raum und hinter euch. Als erstes der Typ hinter euch ist zuerst dran und Kaban steht halt leider im Weg. Das ist natürlich sehr schade. Das heißt, er wird halt im Wesentlichen, naja, Sturmangriff kann er nicht machen, wird auf Kaban zurennen und ihn halt einfach versuchen umzuboxen. Bam, Alter. Das wäre dann waffenlose Verteidigung, ne? Das wäre also quasi was? Reaktion und, Na, du kannst. Entweder du machst halt normale Reaktion und Intuition zum Ausweichen. Oder du willst noch parieren, dann kannst du deinen waffenlosen Nahkampfdings drauf tun, kostet dich aber 5 Inni. Okay. Dann ganz normal ausweichen. Ja, wenn du keinen Patzer hast, dürfte das funktionieren. Ein Erfolg. Ein gutes Pferd springt niemals höher, als es muss. Sehr gut. Er wird versuchen, dich umzuboxen und du wirst halt einfach irgendwie seine Hand wegschlagen. Nein. Ist halt in dem engen Raum irgendwie doof. Sehr elegant. Hohoho. So, Kaban und Jojo. Und weil Jojo, glaube ich, mehr Edge hat, mach mal hier Jojo. Achso, ja, Jojo ist, glaube ich, noch etwas, man kann keine Handlung mehr verzögern, ne? Ich glaube doch.
Die ist nämlich eigentlich gerade etwas perplex von dem, was da gerade passiert ist, weil sie das nicht beabsichtigt hatte. Und will eigentlich gerade noch niemanden angreifen. Bin ich okay, Kaban. Du kannst vor oder nach der Handlung eines Typen was machen. Und mit vor meine ich, bevor ich sage, was er macht, ne? Ja. Okay, Kaban. Ja, der hat mich geschlagen, ich boxe ihm ins Gesicht. Ja, kann man machen, ne? Aber ich will nur geistigen Schaden anrichten. Ja. Er trifft ihn ins Gesicht. Sie. Ja, sag mal, ein Bauch. Au, das ist ja ungünstig. Wie viel plus hier deine Nettoerfolge sind das an Schaden? Kann das sein, dass es 9 sind? Waffenlos habe ich nur 7. Plus Net-Hits? Plus Net-Hits. Er hat 0, also... ja. Nee, er hatte 2 Erfolge und du hattest 3. Nee, 2 Ausweichen sind ein Nettoerfolg und er hat nichts auf seinen Widerstandswurf. Dann wäre das 8G. 8G? Er fliegt hin! Was ist... Herr Junge, der hat noch 1G offen. Kaban boxt dem einmal ins Gesicht und er fliegt halt durch einen halben Raum. Das dann möchte ich noch dazu sagen, lass mich in Ruhe. Das ist einfach so, weißt du, er schlägt halt kurz in der Hand weg, dann boxt er ihn einmal und dann fliegt der Typ weg. Läuft. Aus der Kalten, weil der Kaban kann ja nicht mal ausholen in dem Raum. Easy. okay, das ist natürlich, welcher war das Guy 3? Der ist halt so ziemlich gut dabei. Jojo, willst du jetzt oder willst du später? Nee, jetzt will ich eigentlich nicht. Okay, der Typ vor dir ist dran und er wird dir einfach versuchen, eloquent seinen Ellbogen durch das Gesicht zu ziehen. Wird er das versuchen? Ich denke, das wird er versuchen, ja. Gut. Fand's irgendwie schöner, als ich noch gut gewürfelt habe. Ich nicht. Na dann. Weicht sie aus. Moment, das war Reaktion und... Intuition. Ach, minus 1, ne? Schön. Das Ding ist, ich wollte ihm gern Freunde im Nahkampf geben, aber sein Freund liegt halt schon am Boden. Dam, dam, dam! Edge! Was, du willst es etchen? Sicher, sie hat doch... Ja, ich will das etchen. Ich will nicht noch mehr Schaden reinkriegen. Langweiler. Na los. Ich würfle meine Edge-Würfel nach. Dachte ich mir. Yay. Na doch, ist noch ein Erfolg. Schon ziemlich edel mit seinen Edge-Nachwürfeln im Patzer zu haben. Ja, aber das ist ja egal. Ich weiß, dass das kein Patzer ist, aber es ist trotzdem ziemlich. Dann habe ich trotzdem auch 2 Erfolge. Ja, hast du 2 Erfolge. Du bist klein, das heißt, du kannst dich ducken. Dann mache ich das. Das ist schön. Yay. Willst du was machen oder willst du später? Moment, komme ich jetzt zur Tür? Die wird nicht verschneien. Der Typ steht ja immer noch vor dir, du hast dich bloß geduckt und weißt du, er hat seinen Arm noch so halb über dir. Also, schlag ihn in die Eier. Ah, mein Knüppel bereit zu machen würde jetzt zu lange dauern, oder? Ich will hier niemanden erschießen. Na, mit der Waffe im Nahkampf minus 3, ne? Ist klar. Ja, deswegen ja Knüppel. Ja, das ist eine einfache Handlung, soweit ich weiß. Na dann. Jojo fährt ihren geilen Knauf aus. Sie will eigentlich niemanden umbringen jetzt. Solltest du auch nicht machen. Das will sie auch nicht. Ja, du fährst deinen geilen Knauf aus. Gibt's ja nichts gegen zu sagen. Das ist ein geiler Knauf. So, willst du, hast eine einfache Handlung. Du könntest, nee, könntest du nicht. Okay. So, haben wir noch 2 Geist. Der liegt jetzt da irgendwo im Raum. Die beiden können noch, dann müssen die ja auch. Jo, der eine zieht einen Taser und er schießt auf Kaban. I. 7 Erfolge zum Schadenswiderstand. Hast du den PB mit einberechnet? PB halbe. Nee, PB halbe gibt's nicht mehr. Ich glaube, es ist PB minus 6. Warte. 5, glaube ich. Ich gucke nach. Ach nee, ich habe ja Taser sowieso schlechter gemacht, weil ich Elektroschaden nicht mag. PB minus 5. Hast recht. Jetzt würfelst du noch besser mit weniger Würfeln, pass auf.
Oder du ziehst die letzten Würfel ab, aber da machst du ein Minusgeschäft mit. Nee, mach halt einfach. Siehst du? Genauso viele. Er hat ja trotzdem 7 Erfolge. Okay. Es passiert also Folgendes. Er trifft dich mit dem Taser und du denkst dir, das ist schon ziemlich unangenehm. Deine Glieder zucken auch ein bisschen spastisch. Du kriegst nicht per se Schaden, aber du kriegst halt trotzdem -2 jetzt. Aha. Für die nächste Runde. Gut, und dann haben wir immer noch einen Guy und der wird versuchen... Geek the Mage first. Der wird wieder auf Jojo gehen. Und versuchen, sie, pass auf, einfach umzuwerfen. Und Jojo, du kriegst -1, war ja schon mal verteidigt. Hm. Kabam! Du Glückskind, ey. Ja. Ja, nee, der wird versuchen, dich umzuwerfen und wird so halb an dir vorbeirennen. Irgendwie zwischen der Lücke von Carbon und dir, die kaum existiert. Das heißt, ihr wird euch beide ein bisschen rumschuppen, aber halt dann noch 2 Schritte weiter stolpern und das ist im Wesentlichen nichts passiert. So, das heißt, wir haben schon ein bisschen Spaß gehabt. Der Typ, der jetzt eigentlich als erstes nochmal dran wäre, liegt halt leider am Boden und das fast bewusstlos, weil Carbon ihn einmal gehauen hat. Das heißt, der kann sich gerade so aufrappeln und dann haben wir Carbon und Jojo. Stehe ich in einer taktisch günstigen Position, in der ich einfach jemandem den blöden Knüppel entweder vor die Kniescheibe oder irgendwie gegens Bein knallen kann, dass er sich vielleicht auf die Fresse legt, dass es weh tut, aber dass es ihn nicht per se dingst? Eigentlich wäre es, glaube ich, sogar noch klüger, jetzt zu gehen, aber abhauen halt nicht, sondern einfach nur zu gehen, aber die werden uns nicht gehen lassen. Screw you guys, I'm going home. Ja, aber so ungefähr, es bringt ja sowieso nichts. Wir können ja hier eh nichts gewinnen. Leute, guckt euch doch mal an, was es hier wird. Mein Kumpel, der hat einmal kurz ausgeholt, da liegt einer, dann hat einer versucht, den zu tasern und das juckt den nicht. Gehen wir da einfach jetzt, tschüss. Ja, so ungefähr. Nee, ich glaube es echt, es nützt ja nichts. Wir gewinnen ja hier nichts, weil ihr redet nicht mehr mit uns jetzt. Willst du einfach gehen? Ja, es bringt nichts. Screw you guys, I'm going home. Werden die mich gehen lassen? Naja, das Ding ist halt folgendes. Der Typ, wenn du jetzt gehst, kann dich jemand unterbrechen, jemand, der noch Inni hat. Und das ist der Typ, der schon von Anfang an auf dich losgegangen ist, den du mit dem Zauber getroffen hast. Und der wird dann halt versuchen, dich einfach umzuboxen. Das heißt, wenn du einfach gehst, kann er dich einfach wegknüppeln. Das ist leider richtig. Stehe ich in einer taktisch günstigen Position, um ihn davon abzuhalten, mich wegzuknüppeln, damit ich dann gehen kann. Und zwar würdevoll. Ich weiß nicht, ob es hier taktisch was bringt, ihm halt einfach eine reinzuhauen. Ich denke nicht. Na. Was du machen kannst, ist, du kannst deine Inni nehmen und parieren halt daneben. Das heißt, du hast noch deinen Knüppel als Ausweichpol und dann kannst du gehen. Wenn du an dem vorbei bist, der Rest ist ja auf Kabern. Ja. Kann das funktionieren? Na, von Jojo wird dann irgendwie so eine interne Comlink-Nachricht kommen, es hat keinen Sinn, wir gehen jetzt, wenn wir wegkommen. Oder sowas wie so weit bringen, dass wir gehen können und dann gehen wir. Mit den Worten willst du dann davon stiefeln? Nicht ganz. Ich dachte, du wolltest gehen. Ich will ja auch gehen. Okay. Aber ich will jetzt auch Carbon nicht im Stich lassen. Darum geht's. Achso. Ja, aber Carbon muss ja wissen, was los ist. Na, Carbon ist ja im Wesentlichen mit dir dran. Das heißt, können wir das einfach so... Ja, stimmt schon. Klar, du kriegst eine Textnachricht und du bist gerade mitten im Geschnetzel und ich weiß nicht, sich drauf zu konzentrieren ist nicht ganz einfach. Mach doch mal Willenskraft und Logik. Ich glaube, die wird einfach ignoriert. Erstmal. Irgendwas mit gehen. Mhm. Aber ist das schwer, verstanden. Weil du hast eine Tasernadel im Arm. Ja, ja, okay, das war vielleicht ein bisschen sinnlos. Ich werd jetzt auch auf den Typen zugehen. Das ist ja, ne, aufeinander zugehen und so. Freundlich. Voneinander lernen. Genau. Du willst auf den Taser-Typen zugehen. Ja, und dann schlage ich ihm diesen scheiß Taser aus dem Gesicht. Aus der Hand. Das gefällt mir. Mach doch mal waffenloser Nahkampf. Bam, 5 Erfolge.
Na klar. Gehst halt geschmeidig auf den Typen zu und haust den scheiß Tesor aus der Hand. Was lass denkt der den Scheiß, Mann! So, so bleib ich vor ihm stehen. Das ist eigentlich übelst geil. Wie sie auf euch losstürzen. Ach, schön, so. Jojo. Hm? Wirst du jetzt gehen? Oder nicht? Hast du noch den Typen vor dir? Ich meine. Ja, das Problem ist, der wird dir trotzdem noch eine reinzimmern wollen, weil er sauer ist. Der sieht auch so aus und der wirkt auch so. Da ich schneller bin als er, sehe ich ja, was er vorbereitet. Ich bin nur schneller als er. Ja, du kannst versuchen, das halt zu blocken und zu gehen. Dann hast du halt Reaktionen, Intuition und dein Waffenknüppel-Dingster-Pool zum Ausweichen. Ja, das Schlimme ist, dass er einfach nicht außerhalb seiner Reichweite. Ja, das Blöde ist, dass er einfach mal nichts für das kann, was hier abgeht. Meinst du, dass er einfach einen Zauber ins Gesicht bekommen hat? Ja, und dass Wally eine blöde Kuh ist, da kann der halt nichts für. Ach so. Ja. Deswegen, ja, so wird's laufen. Okay. Pass auf. Du bereitest dich darauf vor, ihn irgendwie abzublocken, während du gehst, und der holt schon aus, und dann fliegt die Tür von Wally auf. Und er knallt, er haut gegen die Tür. Nee, das ist, die Tür geht ja nach innen auf. Aber, naja, sie steht dann halt da. Hält seinen Arm so halb fest, was er nicht so wirklich kann, aber er wird dann halt aufhören. Und ihr Todesblick sucht und findet euch. Hm. Und da hat Jojo keine Angst vor, da kommt ein Todesblick zurück. Kommt rein. Danke. Und du, taser niemanden, den du nicht besiegen kannst damit, okay? Jetzt verpiss dich. Geil. Dann gehe ich halt an ihm vorbei. Unsere spontanen Sprüche sind einfach mal so schlecht. Die sind, da müssen wir uns mal ein paar aufschreiben, aber das ist okay. Weil, weißt du, vielleicht war das nicht verbal adäquat, aber wenn dich halt jemand tasert und das interessiert dich nicht, ist das schon ausreichend. Ja. Kann man machen. Die werden jetzt dem dritten hochhelfen, der, also sein Kiefer ist woanders als vorher. Au. Aber das gibt sich wieder. Drängt sich wieder ein. Richtig. Kammer kann ihm ja helfen. Komm her, Junge. Knack, knack. Geht wohl. Lass den Onkel Doktor da mal ran. Ja, also wir gehen quasi in, wie uns geheißen, ins Büro. Mhm. Sie lässt sich dann königlich auf dem, in dem Sessel nieder. Jojo hat ihre Waffe auch weggepackt. Sie steht da jetzt mit verschränkten Armen. Was soll das? Das Gleiche würde ich dich auch gerne fragen. Ja, bloß bei mir ergibt die Frage Sinn, verstehst du? Nee, ergibt sie nicht. Also, was weißt du von Billy? Dass sie verschwunden ist. Gut. Und es wäre so unheimlich hilfreich, wenn ich sie suche, dass du nicht den ganzen Tag nervst, wenn ich sage... Ich habe keine Zeit. Und dann anfängst du mir nicht um mein Geschäft zu vermiesen, sondern mit diesen Typen auch noch meine Leute zu verhauen. Geht das in deinen Scheißschädel rein? Fresse. Pass auf. Wenn du dir so viele Sorgen um Billy machst, was du ja offensichtlich tust, ansonsten würdest du dieses Affentheater hier nicht abziehen, dann wäre es vielleicht hilfreich, wenn du genau weißt, dass irgendwas im Busch ist und dass wir mit dir sprechen wollen, wegen Billy, möglicherweise auch mal Zeit findest, deinen kleinen süßen Hintern dazu zu bewegen, irgendwie ein Gespräch zu suchen, das vielleicht sowohl für dich als auch für uns hilfreich sein könnte. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass ich darüber schon nachgedacht habe und dann festgestellt habe, dass es überhaupt nicht hilfreich für mich ist, mit dir zu reden. Warum das? Hast du mal darüber nachgedacht, dass du der Grund dafür sein könntest, dass sie wechseln, dass ich überhaupt keinen Bock habe, mich mit dir abzugeben, weil du im Wesentlichen nur Chaos verbreitest, was? Und ich möchte, dass du einen Blick nach draußen wirfst, damit bewiesen sein dürfte. Ich habe zu tun, sie zu suchen. Und du baust sowieso nur Scheiße. Aha. Ich glaube, dass ich vielleicht sogar ein paar mehr Anhaltspunkte haben könnte als du. So. Ach, wirklich? Wenn du mir
die Informationen gibst, die du hast, besteht im Entferntesten die Chance, dass wir sie finden. Wenn ich dir die Informationen gebe, die ich habe, wirst du wie hier so eine Show abziehen und ich habe alles verloren. Wieso hast du alles verloren? Rampage-Jojo, die irgendeine Scheiße macht und damit alles versaut. Dann bist du offensichtlich... Wieso bist du plötzlich so ruhig und zauberst dich? Dann bist meine Fresse. Hast du dich eigentlich irgendwann mal im Griff gehabt? Hast du mal vor, dich in den Griff zu bekommen? Pass auf, du bist offensichtlich genauso blond, wie du aussiehst. Aber wenn ich Billy finden sollte und dir irgendwas passiert ist, weil du mir Informationen verschwiegen hast, dann mache ich dich fertig. Jojo geht. Ich gucke sie an. Du solltest eventuell dann für diesen Fall Profis anheuern. Stopp. Was? Ich rede nicht mit dir. Jojo, du wirst... Dann bitte noch Alex und Vlad klar machen, warum das hier gescheitert ist, ja? Danke. Ja, wenn wir rausgehen, mache ich so zwischendurch eben kurz einen Credstick mit 50 Nuyen bereit, um es dem Typen, dem ich den versucht habe, quasi in die Hand zu drücken, hier für die Arztrechnung. Fofi reicht da aber nicht. Das ist egal. Mehr hat er nicht verdient. Das ist eine nette Geste. Sagen wir es mal so, ein echter Kerl wirft dir dann das Geld zurück und versucht irgendwas zu sagen, aber wie bereits erwähnt, sein Kiefer ist halt woanders. Aber du verstehst so prinzipiell die Geste davon, ne? Fick dich, aber fick dich. Ja, ist egal, ich stecke das Geld wieder ein. Ist ja kein verschwendetes Geld. Ist richtig. Gut. Das ist ja erfolgreich gelaufen. Also, wir wissen schon mal, dass sie verschwunden ist. Danke, Einstein. Das war auch eher sarkastisch gemeint. Gut. Nächster Anhaltspunkt? Ich schwöre, wenn irgendwas passiert, dann... Du sollst eventuell deinen Bruder anrufen und ihm kurz nochmal das klären. Dann. Ach. Ja. Aber dann. Reiß ich ihr das Silikon persönlich aus den Titten. Mit bloßer Hand. Das möchte ich sehen. Stopf sie in den Mund, damit sie daran erstickt. Das ist vermutlich die geilste Art zu sterben, die es gibt. Ja, richtig. Gut, ab ins Auto. Atme noch ein, zweimal durch, bitte. Dann rufst du den Bruder an. Fährt dein Auto schon nicht. Nein, nein. Das zerteilen. Geht auch eigentlich eher darum, dass du dich beruhigen sollst. Dann musst du mit deinem Bruder reden, das klären. Weil wenn du kriegst tierisch Ärger, wenn er das von jemand anderem erfährt. Ach, egal. Genau. Und dann müssen wir jetzt noch weitere Anhaltspunkte abklappern. Sie scheint irgendwas zu wissen, was sie dir verheimlichen möchte. Vielleicht weiß sie auch einfach gar nichts. Sie blöde Blompe. Ich will ihr die scheiß Fresse zerwichsen. Ich will ihr die scheiß Fresse zerwichsen, dass sie mit ihren dreckigen Crackhuren auf der Straße anschaffen geht. Ja, aber das wird uns jetzt gerade nicht weiterbringen. Doch! Nein, nur dich persönlich. Doch, es gibt mir echt eine Möglichkeit, mich abzureagieren. Ja, da finden wir bestimmt auch mal andere Möglichkeiten. Du kannst bestimmt irgendjemanden zusammenführen oder so. Ich will aber nicht irgendwen zerwichsen. Ja, es bringt uns aber nichts weiter, wenn du sie zerwichst. Wir könnten eventuell mal mit ihrem Mann reden. Vielleicht ist der ein bisschen aufgeschlossen. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Versuchen wir es einfach. Du kannst das ja versuchen. Gut, was hast du vor? Weiß ich noch nicht. Mich abreagieren. Gut. Ihr wisst dann schon, dass Vicky noch bei euch im Auto sitzt, ne? Ja.
Okay, gut. Die wird momentan einfach nur ignoriert. Ach, sie seid schon wieder da. So. Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich im Auto. Dann ihr kommt also jetzt ins Auto. Weil vielleicht hätte sie ja auch Fragen. Weißt du? Ja. Kann ja sein. Ein paar vielleicht. Also wenn sie euch so kommen sieht, dann vielleicht noch nicht direkt. Dann wird sie nur den Platz tauschen. Ja, und dann dieses Gespräch nimmt halt selbe entsprechende Bahn. Gut, reg dich ab. Wir werden wohl erfahren, was sie weiß. Und alles wird gut. Also, wie ist gelaufen? Schlecht. Und zwar? Sagen wir es mal so, wir konnten mit ihr reden, nachdem wir mit den Türstehern fertig waren. Ja, okay, und was kam raus? Nichts. Dass sie eine dreckige, kleine, arrogante Misthure ist, das kam dabei raus. Und irgendwas, was sie sagt? Nein! Wusste sie, dass Billy nicht da ist? Sie wusste, dass Billy nicht da ist. Sie hielt es nicht für nötig, mal irgendwas zu sagen. Und sie hielt es auch nicht für nötig, uns mal irgendwelche Informationen zukommen zu lassen. Nein, sie hielt es explizit nicht für nötig, dich damit reinzuziehen, weil sie denkt, dass du eine Gefahr bist für die Unternehmung, um Billy zu retten. Das waren ihre Worte. Okay, aber sie hat Informationen, die wir nicht haben. Anscheinend. Es hört sich so an. Vielleicht hat sie auch keine Informationen. Ich weiß es nicht. Dann sollten wir uns potenziell überlegen, ob wir uns diese Informationen, wenn sie welche hat, die beschaffen. Ja. Ich meine, scheiß auf die. Ist das jemand richtig Wichtiges? Nee, oder? Es ist nicht ganz so einfach. Ah, ich muss noch was klären. Mhm, das solltest du klären. Die ist also doch größer im Business? Bisschen, keine Ahnung wie genau, aber es gibt da noch ein paar Zusammenhänge. Egal jetzt. Du klärst, was du zu klären hast. Vicky, kennst du wen, der uns die Information beschaffen könnte? Ja, kommt drauf an. Ich meine, wo sie es hat. Wenn sie es digital hat. Ich denke schon. Und, apropos digital, Billy hat Comlinks. Ich bin nicht super mega gut. Kennst du vielleicht wen? Ich kenne jemanden, aber das wird nicht ganz billig. Dann wird es halt nicht ganz billig, das ist mir egal. Okay. Julio schreibt eine Nachricht übrigens. Ja? Sowohl an Alex als auch an Vlad, also sie setzt da einfach, ne, setzt einfach beide auf die Empfängerliste. Könnte sein, dass es jetzt mit Wally Probleme gibt. Ich erkläre euch das später. Schön, kurz und knapp, nichts sagen. Sehr schön. Von Alex kommt zur Kenntnis genommen. Und von Vlad kommt... Wir kriegen aber noch Gratisnoten, oder? Wahrscheinlich nicht mehr. Dann kommt, was hast du getan? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zwinkersmiley. Wieso Zwinkersmiley? Na, weil man das so macht mit Emoticons und der total fresh und up-to-date und cool ist. Aber Zwinkersmiley? Findet er das witzig? Er vermutet vermutlich, dass es weniger schlimm ist, als du es ist. Weißt du, er traut dir nicht zu, dass du immer so viel Scheiße brauchst. Er ist ein guter Typ. Ja, aber es war Wally auch nicht zuzutrauen, dass sie so scheiße ist. Ja, siehste, da hat er zweimal was anderes gedacht und deswegen kommt ein Zwinker-Smiley. Dann komm von ihr, ich komme später mal kurz vorbei, dann erkläre ich dir das. Ja, schreibt dir halt, wenn er Zeit hat, ne? Ja. Gut, So. Dann? Ich muss später irgendwann nochmal kurz weg, aber ist egal jetzt. Ja, das kriegen wir schon geregelt. So, wie gesagt, der Typ ist mir egal, wenn es was kostet. Ist halt so, aber es wäre vielleicht... Also, ich habe zwei Nummern und vielleicht kriegt man raus, wo die Dinger sich befinden. Und wir müssen in diese scheiß Wohnung rein. Und wenn ich dem Typ dafür den Kopf abreiße, dann mache ich das. Das ist mir egal, aber der lässt uns in diese scheiß Wohnung rein. Das sollte kein Problem sein.
Er kann ja Rücksprache halten mit seinen Leuten. Dann stehen ja wahrscheinlich bald drei. Ja, wir fahren jetzt einfach jetzt direkt dahin. Oh, wenn die ganzen Lohnsklaven jetzt nach Hause kommen, ist es 18 Uhr, ist es vielleicht nicht so klug, da Ärger zu machen, meinst du nicht? Und wenn ihr gerade schon Ärger gemacht habt, dann werden sie bestimmt jetzt erstmal da sein und dann später vielleicht nicht mehr so viele. Vielleicht. Vielleicht sollten wir uns erstmal mit dem Rumpelstilzchen treffen. Das ist der Typ, den ich kenne. Okay. Ja, ich weiß, dass er jetzt in so einer Kneipe sein müsste, eigentlich immer. Okay. Okay. Muss ich irgendwas zu dem Typen wissen? Nee, eigentlich nicht. Er ist eigentlich okay. Na. Rumpelstilzchen sagt schon, aber ansonsten ist er eigentlich, ich hatte keine schlechten Erfahrungen. Der wird dir halt nicht seine Comic-Nummer geben, außer er macht was für dich und dann ist die wieder weg, deswegen triffst du ihn da halt nur immer, ne? Ja, das ist mir erstmal egal, aber, okay, also es gibt nichts, was ich nicht sagen oder tun darf, ja? Ich hab noch nichts rausgefunden, aber ich bin prinzipiell zurückhaltender, eigentlich, also ich hab, nee. Okay. Ich brauche irgendwas, was mich runterbringt. Willst du einen Kirschlutschbonbon? Was? Es bringt einen nichts mehr runter als Lutschbonbons. Ist vielleicht eine gute Idee. Was? Nimm einfach eins. Ja. Gib dir einen scheiß Kirschlutschbonbon. Jojo zerbeißt es sofort. Das war entspannt. Schön scharfkantig in den Gaumen. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe gerade meine Accuracy mit meinem Schaden verwechselt. Ups. Egal. Es wären halt noch 9k gewesen. Ja. Ey, wäre direkt raus gewesen, ne? Das dachte ich mir. Aber gut, ihr. So. Sie führt euch zum. Jojo holt sich auf dem Weg einen heißen Kakao. Okay. Geile Scheiße, Junge. Das bringt dich also runter. Na, sowas kann Leute runter. Kakao ist da nicht irgendwie was Koffeinähnliches drin? Viel weniger. Okay. Aber na gut, ihr fahrt dann zum Schockwellenshop, was halt eine Bar ist, die. Also es kann halt nichts mehr Script-Kiddy-Bar schreien als dieses Ding. Und sie besorgt sich eine Kopfschmerztablette. Easy. Oder irgendwas anderes. Wo es ihr wehtut. Das ist okay. Ja. Ja klar, aber ich meine, die hast du garantiert auch dabei, ist irrelevant. Auf jeden Fall. Das ist richtig. Kommt da an. Das ist halt wirklich ziemlich furchtbar. Das ist so der Bane-Schuppen für Hacker. Oh Gott. Das sagt Julia auch genauso, wenn sie davor steht zu Vicky. Oh Gott. Yep. Schöne Sache. Genau hier. Gott. Das Ding ist, er macht sich so furchtbar gern über die anderen lustig, die halt sein Handwerk betreiben und deswegen sitzt er gern hier und hört so ein bisschen mit bei Leuten und lacht sich dann ins Feuchzen und also. Du musst ihn nicht rechtfertigen. Ich glaube schon. Nein, dass... aber ich dachte, du wolltest noch ein bisschen was über ihn wissen und das ist so das, was ich mitbekommen habe. Weil... Okay. Kerle. Ja. Dann geht's Ryan. Sollen wir direkt mitkommen oder warten? Kommt mit. Jupp, dann wird sie halt flankiert. Geil. Du siehst da zum Teil die Konzernangehörigkeit der Script-Kiddies deutlich heraus. Die denken, sie wären Hacker. Das ist schon ziemlich edel. Ja, toll. Manche, die da drin sitzen, brüsten sich vor ihren Freunden damit, wie sie einfach mal illegal Musik runtergeladen haben. Bäm, Alter. Geilste Typ. Ganz Moskau. Boah. Krass. Ich hab so harten Respekt gerade vor denen. Würde ich auch haben.
Der Bar-Typ da, ne, die Bar-Typin, die hat anscheinend einiges schon gemacht mit AR, da ist richtig viel los. Da muss man durchaus seinen Filter Ich schalte hier auf. AR ab. Ja, ist gar nicht so schlecht, weil euch flogen halt einfach mal so viele Drachen ins Gesicht. Die von Feen gefressen. Nein, aber es war schon echt einiges los. Und auch ansonsten, wenn ihr sowas habt wie irgendwelche Elektronik, selbst das Licht flackert halt manchmal ein bisschen, weil die Leute halt alle zeigen müssen, dass sie den Laden hacken können, was offenbar überhaupt nicht das Problem ist. Auch so andere Sachen wie zum Beispiel Klospülung hört ihr einfach mal immer random rumrödeln und so Ich schalte meinen Bestellkarten und Comlink auf sowas. Stealth. Obwohl, nein, ich schalte meinen Comlink aus. Hier sind Gut. zu viele Hacker. Hacker, Alter, war richtig geil. Ja, und dann geht sie halt an so einen Fenstertisch, und da sitzt halt so ein Zwerg, der rote Haare hat und einen roten Bart und das ist dann halt so eine stachelige Gelfrisur und in dem Bart hat er selbstverständlich viele Knoten mit Perlen. Ist das ein kleiner Zwerg? Ist das eine rhetorische Frage? Na, es gibt auch für Zwerge kleine Zwerge und große Zwerge. Wusste Ich trotzdem meine, nicht, ob das eine in rhetorische Frage Relation. ist. Nein! Es ist ein normal großer Zwerg. Das heißt, er ist ungefähr 1 Meter bis 1,10 Meter. Er ist ungefähr 1,10 Meter. Okay. Genau. Da kann sich Jo immer wieder groß vorkommen. Es ist so wunderschön. Ja. Der Der einzige Grund, warum du Kleidungs. Zwerge magst, ne? Bitte? Der einzige Grund, warum sie Zwerge mag. Nein. Richtig. Der so kleidungsmäßig trägt er Evolutions-Klonsklavenkleidung und hat auch die dementsprechenden Comlink-Hüllen und so ein Gedöns. Und ja, chillt er halt bei seinem Kaffee mit extra viel Karamellsoße. Der weiß, was gut ist. Er hat sogar so einen Karamellsoßenspender daneben, wo halt ab und zu mal aufgefüllt wird, wenn Geil. er einen Schluck Kaffee trinkt, dann muss da halt noch mehr rein. Und daneben steht ein Ahornsirupspender, denn wenn das nicht süß ist, kann man das ja nicht trinken. Darf man da dran an den Ahorn? Also ist das ein öffentlicher oder ist der nur für sich? Du siehst auf den anderen Tischen keiner. Scheiße. Vicky, das ist ja mal ganz toll. Ja, hi. Das ist Kaban und das ist Moin. Jojo. Hi. Noch besser. Ihr wollt mir einen Kaffee ausgeben? Habe ich Geil. gehört, ja. Dann geh mal da rüber. Hol mir mal einen Kaffee und was ihr halt wollt. Ich guck kurz, was für ein Kaffee er hat und dann kaufe ich mir denselben nochmal quasi. Es scheint, als hätte er einen Kaffee gehabt und der hat sich die Spender extra dazu geholt. Achso, okay. Gut, dann hole ich einen Kaffee. Sehr Und gut. frag die beiden Mädels kurz vorher natürlich, was sie haben wollen. Kakao. Kaffee. Okay. Ja, dann hole ich zwei große Kakao und zwei große Kaffee. Hä, wieso zwei große Kakao? Krieg ich zwei? Nein, ich krieg auch einen. Achso. Ich bitte dich. Jojo schmeißt Marshmallows da rein. In den Kakao. Er Ja, guckt ich halte meinen Kakao. unheimlich gierig auf diese Tüte. Ich Jojo hält ihm halte die meinen Becher Tüte dahin. also so offen quasi hin, damit er reingreifen kann und sich was rausholen kann. Sehr gut. Er wird die Dinger zerkleinern und dann also richtig, richtig zerbröseln und dann da reinschmeißen. Jojo schaut Vicky an sich, so geht das. Lecker. Kein Geschmack. Keinen Geschmack. Sieht man auch an der Begleitung. Viel zu klein, viel zu groß, viel zu muskulös, viel zu dürr. Mann, 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 Mann. Versuchst du mich zu bestechen? Ich meine, die ist zwar fast meine Größe, aber die ist nicht mein Typ. Guck dir die an. Die ist bunt. Also, was geht's? Achso, Vicky erhebt nicht das Wort, ja? Sie guckt uns an. Vicky hat fast das Wort erhoben, aber massiert sich gerade die Schläfen und sucht noch nach den Worten. Okay, das heißt, Vicky redet jetzt erstmal. Nee, ich wollte jetzt halt nicht zwei NSC machen, verstehst du? Nee, das ist ja Deswegen, sie okay, reibt sich gut. die Schläfen intensiv. Okay, das wollte ich nur wissen. Also, pass auf. Es geht darum, dass wir jemanden finden müssen. Und du kannst uns vielleicht dabei helfen. Also, bestimmt. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Er beugt sich vor und winkt dich so mit dem Finger ran. Dein Kopf. Na, sie geht so ein bisschen näher, sonst brüllt er sie gleich an, da hat sie keinen Bock drauf. Woher weißt du das? Sie geht ein bisschen näher, er beugt sich noch ein bisschen weiter davor und schreit ihr ins Ohr: Das hat dir der Teufel gesagt, was? Das war so klar. Da
Verdammt, ich bin so berechenbar. Bei dem Namen war das nicht klar. Ja, na klar war das klar, aber ich dachte in der Situation, okay. Verdammt, was wurde nochmal darauf geantwortet? Ich weiß es nicht mehr. Nichts, er ist halt nichts, ne? Ja. Reißt du dir jetzt ein Bein aus? Sollte ich mir ein Bein ausreißen? Weil das in dem Märchen passiert ist. Richtig. Ah, schon wieder. Okay, die Leute verstehen es nicht, die Leute verstehen es nie. Nicht wegen des bekackten Märchens, nennt man mich so, sondern da, wo ich in der Matrix hingehe, da, na, kommst du drauf? Rumpels. Genau. Ah. Aber warum dann der Spruch aus dem Märchen? Was für ein scheiß Spruch? Das hat dir der Teufel gesagt. Ich bin Christ. Ah, na dann. Na dann. Mazel Tov. Das sind Juden. Das weiß ich doch. Ich fand's witzig. So. Siehste, keine gute Bekleidung. Kein Sinn für Humor. Vicky, wen schlägst du hier an? Meine Güte. Und jetzt dreh dich nicht wieder weg. Also ihr wollt jemanden finden. Genau. Ja. Das ist ja schön. Um wen geht's denn? Eine gute Freundin. Um Freundin. Okay. Sollt ihr gleich zur Sache kommen oder soll ich euch sagen, was das kosten wird oder wie stellt ihr euch das vor? Okay, also ich kann gucken, was es so prinzipiell gibt und dann gucken, wie anstrengend das für mich wird. Und das Gucken allein kostet 300 Yen und wenn das dann anstrengend wird zu suchen, aber ich suchen kann, dann kostet das nochmal 1500. Wenn das nicht anstrengend wird, kostet es wenig. Aber es wird immer anstrengend. Ja, das sagen sie immer alle, dass es anstrengend wird. Schrecklich. Also, wir haben Comlink-Nummer von ihr. Er klatscht ironisch. Ah, oh, das kann ich ja sogar machen. Warte. Du hättest jetzt das einzelne Klatschen, das war der falsche Applaus. Nein, oh Gott, nein, okay, warte. Epic Slow Clap. Ja! Genau das. Sehr gut. Komm, Link, nochmal an. Ja. Und wir haben eventuell einen Knoten, in dem Informationen sind. Okay. Über diese Person. Aber wir wissen allerdings nicht, ob da Informationen sind. Da müsstest du eventuell reingehen und gucken. Auch noch. Was man da über sie weiß. Genau. Ja, das war aber bisher nicht im Preis inbegriffen. Ich schlag mal vorher, erzählt mir einfach mal, was das für eine Person ist, weil ich müsste sonst was googeln und darauf habe ich keinen Bock und ihr kennt sie vielleicht. Ich guck Jojo an. Grob. Ist das wichtig? Du sollst nur auswendig machen, wo die scheiß Comlinks sind. Achso, ihr könnt nicht mehr das. Ja, tja, gut, dann warte. Was musst du denn wissen? Warte, jetzt bin ich schon dabei. Moment, habt ihr ihm die Comic-Nummern gegeben schon? Nein. Achso, okay. Also, Programm gestartet, gib mir halt die scheiß Comic-Nummern. Ich dachte, das hättet ihr schon probiert, bevor ihr zu mir kommt, weil. Naja, ich meine. Also. Jojo, gib dem die Nummer von dem billigen Comlink, also von ihrem Ausweich-Comlink erstmal. Und gefunden. Da macht dann 150 Millionen. Er zeigt auf sein Display und das ist halt die GPS-Koordinate von ihrem Haus. Dann gibt sie ihm die zweite Nummer. Gott, warum? Das ist also jemand, der sich in der Matrix auskennt, den ich hier suche, ja? Ja. Yep. Ziemlich gut sogar. Oh, toll! Okay, lass mich kurz gucken. Gott, was ist das? Also entweder sie ist wirklich die schlechteste Person in der Matrix, die was machen will, oder die beste. Eher letzteres. Also die schlechteste. Nee. Das ist völlig unvollständig! Nee, es ist nicht. Bei ihr hat das immer gut funktioniert. Sie ist die Schlechteste, denn sie ist da! Da ist so ein GPS und das ist ihre Wohnung. Okay, wenig hilfreich. Okay. Moment, nein, stopp! Okay, sie ist völlig verschwunden. Und sie ist wieder in da. Okay. Da ist ein Hacker in ihrer Wohnung. Also zumindest an dem, also wenn das
Ja, doch, Claire sieht es ja, wo es ist. Da ist ein Hacker in der Wohnung und der ist in irgendwelchen Geräten und spielt hier gerade rum. Okay. Aber das ist jetzt wirklich der schlechteste, den ich je... Was ist das? Sieht aus wie ein Nahrungsmittel. Oder ein Rezept. Was, bist du bescheuert? Er ist ein Zollkucker, aber es ist auf jeden Fall... Ja, das ist... Ja, alles klar, das ist Herbs. Wir könnten kannst du Herbs kontaktieren? Ja, das habe ich... Nee, da müssen wir... Ich habe das schon auf dem Plan gehabt, aber dafür müssen wir erst gucken. Was ist das? Kannst du Herbs einmal anschreiben? Eine KI. Ja, sowas in der Art. Seid ihr euch sicher, dass das eine KI ist? Sowas in der Art. Kannst du ihn mal kurz anschreiben und sagen, dass... ja, ich schreibe ihn an. Ist das ein bekackter Sprite? Nein, das hat er vielleicht... Doch, das hat er so laut gesagt. Ja. Okay, er macht sein Comic aus. Lege ich mich gerade mit einem bekackten Technomancer an, der bei ihr ist, um sie... der bei der Person ist, um sie kaputt zu machen? Nein. Nein. Suche ich gerade einen Technomancer? Ja. Oh mein Gott, das ist das Beste, was mir passiert ist. Ich liebe euch. Wie ist denn mein Scheißname? Mein Scheißname? Ja. Jojo, wieso? Und dein Scheißname? Kaban. Ich werde ihn mir auf die Arschbacken tätowieren. Wollt ihr auf einen oder auf beide? Also getrennt. Auf beide, bitte. Getrennt. Oh, ja, alles, was ihr wollt. Wollt ihr Herzen rum? Ist mir scheißegal. Ihr kriegt ein Herzen. Technomancer. Okay. Das wird, wenn du okay. irgendwelche Scheiße baust oder irgendwelche Informationen irgendwo anders landen als bei uns. Oh, keine gute Idee. Mann, Alter. Denkst du, ich bin völlig bescheuert? Weiß ich nicht. Du wirkst das gerade ein bisschen zu brrr. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Windel muss ich auf jeden Fall wechseln, aber doch nicht wegen so einer Scheiße, Alter. Was weiß ich denn? Ich kenn dich nicht. Ja, natürlich kennst du mich nicht, weil du niemand bist. Ich bin jemand und ich sage dir, und wenn jemand dir sagt, solltest du ihm glauben, nein. Aber das ist vermutlich die größte Herausforderung meines Lebens und deswegen habe ich gerade nochmal ziemlich abgespritzt. Also, wie lange weg? Ungefähr eine Woche. Nee, kann nicht sein, ungefähr 4 Tage. Nein, 10 Tage. 10 Tage und 4 Stunden, cool. Sprite. Kann man wirklich mit den Dingern reden? Ja, ja. Wenn du ihn fragst. Er hat eine Weile in meiner Marshmallow-Maschine gewohnt. Dann gib ihm das hier mit. Ich gebe ihm ich starte meinen Com-Link und packe ein Rezept raus, was ich übrigens noch nicht gegeben habe, was ich gerade selber gebaut habe, und gib ihm das. Das ist ein Rezept. Ja. Das gebe ich dem Sprite. Kann Jojo nicht Herbs anschreiben? Theoretisch schon, aber wenn er sich entwickelt, ändert er seine ID und du hast die derzeitige nicht. Fuck. Gib ihm einfach das. Schöne Grüße von Kaban. Und dann wird er vielleicht mit dir reden. Du kannst aber auch eine Verbindung herstellen, oder? Kannst du eine Verbindung zwischen meinem Comlink und ihm herstellen? Das kann ich machen, aber er kennt garantiert keinen Kaban. Der wird deine Person erkennen und ich hoffe, du hast sie nicht geändert. Nee, habe ich nicht. Okay, dann viel Spaß. Du hast eine Verbindung. Hey, Herbs. Na, wie geht's dir? Ich hab dir was mitgebracht. Ganz viele Fragezeichen über seinem Kopf. Ich gebe ihm quasi das Rezept, übermittle ihm das. Mhm. Ich suche Billy. Weißt du, wo Billy ist? Viele Fragezeichen über seinem Kopf, die dann verschwinden, als er das Rezept nimmt und einfach in sich reinstopft. Foxy Lady? Ich zeig ihr ein Bild von dem Avatar von Foxy. Okay. Dann wird er dich jetzt ganz aufgeregt angucken und in die Luft springen. Weißt du, wo sie ist? Ich mach ein Fragezeichen über Foxy. Und so, dass sie halt so auf so einer Landkarte du bekommst eine ID wieder, die du als die identifizierst, die halt Billys Technomancer-ID war, weißt du? Er beschreibt, du zeigst ihm quasi das Bild und er beschreibt dir, was das für eine Person ist. Mhm. Yay, das ist gut, da kann man sie vielleicht finden. Nee, das ist quasi ihre Kopfnummer, wenn... Ja, und? Naja, aber die hattet ihr schon immer.
Ach so, stimmt. Kann man die nicht auch lokalisieren? Klar kann man das. Gut. Also es ist, das ist halt was, was vermutlich ziemlich schwer ist. Ich hol mir mal eine Matrix-Karte. Also es gibt da bestimmt so eine Karte, wenn man von Moskau quasi in Digitalform. Nicht wahr? Und da mache ich halt, ich tue da halt quasi den Avatar von Foxy mit einem Fragezeichen und dann ganz viele Fragezeichen auf der Karte. Okay. Du hast 141.000 Orte, die das als Antwort gibt. Das, also als Ort meine ich tatsächlich im Abstand von 10 Metern. Also inklusive ihrem Badezimmer und ihrer Küche und so ist halt alles dabei. Dann der Weg zu Wally und alles jemals, alle Orte, wo du sie je gesehen hast und alle Orte, wo sie jemals war, solange Irb sie kennt. 141.000 war halt ziemlich übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Okay. Mach mal die Uhrzeit daneben, die aktuelle. Genau, ich mach die aktuelle Uhrzeit. Und das Datum. Genau. Wartet. Oh, scheiße. Jo, null Erfolge. Führt an 4 Stellen die Uhrzeit ein. Und die kann zum Teil nicht stimmen. Scheiße. Zum Beispiel ist ein Datum in die Zukunft datiert. Wie weit in die Zukunft? 4 Jahre. Ich habe jetzt keinen Bock, 4 Jahre auf sie zu warten. Wenn das außerdem so... wäre das halt im Leichenwald und das ist erst neulich aufgepoppt, der Ort. Oh. Ich glaube, das hat ihn überfordert. Schade. Dankeschön. Na nee, das bringt nichts. Wobei, gibt's, versuch mal, ihn dazu zu kriegen, dir eine Nachricht zu schicken, wenn sie da ist. Also, ihren Avatar, Gott, kennt er sich mit Comic-Ikonografie aus? Keine Ahnung. Ich mach quasi einen, ihren Avatar, dass die zu meinem Avatar spricht, quasi. Also, ihr Avatar soll zu meinem Avatar sprechen. Dann mach ich quasi über Billy ist ein Ausrufezeichen erst und dann, dass Billy mit mir spricht. Okay, er zeigt dir ein paar Gesprächsprotokolle, also die Anruf- und Auflegzeiten, wo ihr miteinander telefoniert habt, sehr weniger, weil er kommt halt nicht halt viel ran. Und ein paar SMS, die euch gegenseitig geschrieben haben. Wieso versteht er keine Sprache? Weil es ein Sprite ist und ich nicht vorhabe, Sprites zu Menschen zu machen. Ja, das macht die Kommunikation so schwer. Mach mal das aktuelle Datum bis, also quasi deutlich, dass es für ab jetzt bis in die Zukunft gilt, dass Billy mit Erb spricht. Wenn Billy mit Erb spricht, dass er dir dann eine Nachricht schickt. Okay. Also quasi datier, also, datier das Datum von jetzt, macht deutlich, dass bis in die Zukunft, dann stell mal das Gespräch. Limes weiß ja, was Zukunft ist. Mit Sicherheit. Er weiß ja nicht mal richtig, was Zeit ist. Doch, gerade er hat wahrscheinlich eine genauere Vorstellung von Zeit, weil das in der Matrix viel wichtiger ist, als wir. Ja, aber nicht mit Zeit anzeigen, wie wir sie kennen. Doch, lass die Zeit einfach. Nein, aber der kennt ja Datum und Uhrzeit, wird ja überall immer eingeblendet. Auch in seiner scheiß Maschine. Permanent. Ja, stimmt allerdings. Ja, ich nehme halt das jetzige Jahr, ein Jahr. Und lass es einfach vorlaufen vor ihm. Genau, ja. Genau, und lass es halt so in die Zukunft laufen und in dem Moment, wo dann Billy das Icon quasi von ihm anspricht, hält die Uhrzeit an. Und dann geht ein... Nee, lass sie nicht anhalten. Ja doch, so wird die halt langsamer, weißt du? Mhm. Und dann wird halt ein Rezept quasi von ihm zu mir geschickt.
und ich schicke ein Rezept wieder zurück. Also so ein Bild für ein Rezept. Datenaustausch von ihr kennt er ja in Form von Rezepten. Jo, er streicht dieses Bild durch. Okay. Okay. Mach mal ein Fragezeichen daneben. Ja, richtig. Er löscht die Rezepte und macht Sprechblasen rein. Nee, er macht eine Sprechblase rein von, wenn er mit Billy redet, dann geht zu dir eine Sprechblase und von dir kommt ein Rezept zu ihm. Ja, okay. Gut, er kennt Sprechblasen. Sprechblasen sind super. Denkst du, der Dude gibt dir ein Rezept, Alter, du spinnst wo. Stimmt. Ja, da hast du recht. Dann mache ich das Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen. Als Bestätigung. Er macht eins, auch eins dahinter. Perfekt, ist ein Deal. Ich muss noch das Rezept schreiben. Das ist das geringste Problem. Der hat doch keine Ahnung vom Kochen. Das kann so eklig sein wie sonst was. Der hat doch keine Ahnung von Geschmack. Gut. Also Herbst informiert uns, wenn Billy Kontakt aufnimmt. Das ist schon mal gut. Dann. Das war jetzt eine schwere Geburt. Sag mal, soll ich eigentlich die Backdoors zu euren Comlinks wegmachen? Ah, die alte. Ja. Na klar, kein Ding. 300 Millionen. Also insgesamt von euch beiden. Wie viel? 300. Also von dir 150 und von ihr 150. Gut, Moment. Das dauert ein bisschen länger, die sind erst morgen raus. Vergiss es, du Arsch, wenn du auf meinen Comlink gehst, dann geht's aber. Ja. Sie macht den Comlink aus. Also sie startet es neu. Das wird dir ja viel nützen. Okay. Vielleicht machen wir keine. Ihr das Geld könnt ihr wieder haben. Hier ist euer Credstick. Was ist denn jetzt kaputt mit dir? Easy. Mach's gut. Würdest du uns kurz darüber aufklären, was hier gerade abgeht? Ich habe mir die Backdoors angeguckt und ich fand die nicht billig. Nö, komm auf. Also, war schön. Vicky, fick dich und ihr beide seid sowieso scheiße. Danke für den Kaffee, würde ich sagen, oder? Ja. Ich hasse es, wenn Leute, die größer sind, versuchen mich rumzuschubsen, obwohl sie für ihre Rasse klein sind. Ich bin winzig, aber worum geht's denn? Was ist los? Warum flippst du gerade so aus? Ich will einfach nicht mit Leuten, die ich nicht kenne und Vicky, die fand ich schon immer hässlich, Geschäfte machen, wenn ich dann so eine Backdoor sehe. Und vor allen Dingen dieses hässliche, dumme, kleine, Easy, ganz ruhig. Diesen hässlichen kleinen Gartenzwerg, da weiß ich doch schon wieder, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Du wolltest gerade Geld nehmen, nimm das Geld, ist alles okay. Sag uns einfach nur, wer hat diese Backdoor gemacht, warum hast du so eine Riesenangst davor? Weil die mich einfach so tief in den Arsch fistet, dass sie mich als Handpuppe benutzen kann, Alter. Wer hat denn die Backdoor gemacht? Wahrscheinlich nicht die Person, nach der wir suchen, ha? Nein, auf keinen Fall, Mann. Gut zu wissen. Obwohl die auch Backdoors auf euren Comlinks hatte. Nee, das ist so eine Hackerin und der habe ich, die ist schon gut dabei und da will ich auch nicht, weil die hat so einen Partner und der fistet mich da halt nicht nur, sondern der reißt mir halt dann mit Gesicht. Der ist kein Problem für dich, solange du mit uns zusammenarbeitest. Ja klar, nee, ist richtig, ne? Du meinst den kleinen Mann mit dem Hammer, hm? Ja genau, der Biber Putzemann. Der kleine Mann mit dem Hammer ist ein sehr kleiner Mann mit einem sehr kleinen Hammer, wenn er sich mit mir anlegt. Mach dir keine Gedanken über diesen kleinen Mann. Wie bitte? Mach dir keine Gedanken über diesen kleinen Mann. Er guckt unglaublich zu Jojo, zu Vicky, die nickt, dann zu dir, dann sagt er, Leute. Mach dir keine Gedanken.
Aber du kannst die Backdoors erzählen. Der Typ hat seine Zulassung verloren, ist schon alles easy. Vicky sagt, okay, ich nehme den mal kurz mit darüber. Und halte mich mal 5 Minuten mit ihm. Und ihr versucht das mit diesem Herbst. Gut. Ja, was müssen wir noch machen mit dem kleinen Herbst? Haben wir jetzt schon wieder was Falsches gesagt? Naja, die Leute haben Angst vor diesem Menschen, den wir quasi... mit dem wir mal nett gesprochen haben. Ja, das war sehr anregend. So kreativ. So befreiend quasi. Ja. Aber, das wissen die Leute nicht. Memo an mich. Was mit meinem Comic machen? Ja, wir sollten uns andere Comics besorgen. Aber, wir sollten die blöde Tussi finden. Ja, auch das. Wir sollten erstmal die Backdoors losfinden. Ja, die kriegen wir wahrscheinlich so schnell nicht los. Wahrscheinlich ist es am klügsten einfach irgendwie... Ja, neue Comics kaufen, das ist eine gute Idee. Boah, die kriegen 16 oder so. Ich weiß nicht, ich habe leider keine Ahnung davon. Nicht, dass die blöde Tussi was damit zu tun hat. Möglich. Du weißt, dass sie uns dann auch ganz schnell ficken kann, oder? Ja. Ziemlich. Das heißt, wir müssen sie finden, mit ihr sprechen, damit sie sich beruhigt. Ja, aber ich glaube, ich weiß jemanden, der uns vielleicht helfen kann wegen der Backdoors. Ja, ich glaube, das macht der kleine Mann gleich. Na, wenn er das nicht macht, weiß ich jemanden, wo wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen müssen, dass der uns irgendwie fickt. Gut. Also hundertprozentig keine Sorgen machen müssen, dass der uns fickt. Okay, das ist super. Dann werde ich da gleich hinfahren. Mhm. Ich muss heute sowieso noch dahin. Gut, kein Problem. Ach, ich will heute irgendwen umbringen. Ja. Nein, das war nicht ernst gemeint. Auch das würden wir geregelt kriegen. Nein, auch das war nicht ernst gemeint. Sag mal, sollst du mich nicht davon abhalten, sowas zu machen? Ja, aber... War das nicht, warst du nicht immer der Gute von uns? Ich hab doch gerade dich schon schön beruhigt. War alles gut. Nein, ja, ich hätte das hast auch du auf die virtuelle Ebene geschoben. Ach so. Mhm. Kleine Kinder beim Lasertag zusammenschießen. Ach so, Lasertag. Mhm. Irgendwas Entspannendes. Nee, wir müssen erst Billy finden, danach kann ich mich entspannen. Gut. Gut, Herbs. Wie kann er uns noch helfen? Können Sie ihn dazu bringen, sie zu suchen? Haben wir ja schon versucht, er findet sie ja nicht. Er findet sie auf der Karte nicht, oder er kann sie nicht auf der Karte zuordnen. Weißt du was? Es wäre gut zu wissen, ob die ID überhaupt noch aktiv ist. Ja, ich habe noch andere. Also, ob es die noch gibt, quasi. Also, ich weiß nicht, wie ist das bei einem Technomancer? Ich schreibe eine Nachricht. Quasi rein. Wir machen halt so eine Sprechblase mit der Nachricht kommen, von wegen hier, Billy, wir suchen dich. Melde dich bei uns dringend. Ne? Gib ein Lebenszeichen von dir. Ne, Schweinchen. Und, also machst du ein Schweinchen-Smiley hinten dran. Dann schicke ich diese Nachricht an den Avatar von Billy, mach da aber ein X durch, mach dann eine Nachricht quasi von dem Avatar von Herbs zu Billy. Macht da einen Haken dran und gibt dann die Nachricht an Herbs. Ah, ich hab's verstanden. Jetzt ist die Frage, ob dir unsere Spielleitung gerade AFK gegangen ist mit den beiden NPCs. Okay, du wurdest offenbar von jemandem zu Billy geblockt. Denn das ist das, was Herbs verstanden hat. Du sollst Billy keine Nachrichten mehr schreiben. Hat er sogar hingekriegt. Ich hab gewürfelt, er hat 2 Erfolge. Warte mal, wie gut ist dein Comlink 3 oder sowas das, ne? 4, was ist? Okay, du wurdest versucht zu blocken von Herbst, er hat das nicht geschafft. Ich hab's gerade nochmal gehört. Dann mache ich okay. Da halt zeige ich ihm jetzt, dass er es falsch verstanden hat, indem ich das halt, Durchstreiche einfach. Hm?
Einfach durchstreichen. Genau, durchstreichen. Macht dann halt ein. Gibt es ein Symbol für Signal verloren oder nicht erreichbar? Nicht erreichbar. Gibt es, dafür gibt es tausende Symbole. Ja, es gibt ein Symbol für nicht erreichbar. Das mache ich dann zwischen mir und. Also ich mache das X weg und mache dann nicht erreichbar hin. Quasi auf dem Weg. Jo, er macht zwischen sich und Billy nicht erreichbar hin. Shit. Er kriegt einen traurigen Smiley. Dann macht er aber das, wenn Kontakt zu Billy, er Sprechblase zu dir und Rezept du zu ihm. Genau. Wobei, wenn du so hinguckst, hat er gerade einfach, sind da aber plötzlich zwei Rezepte du zu ihm. Ist auch ja, es ist okay, kriegt trotzdem wieder ein okay Zeichen. Sehr gut. Ja, und ich übermittle ihm kurz um die Nachricht. Quasi. Ne? So als in einem Briefumschlag, der quasi, wo dann Billy draufsteht. Also ihre Nummer draufsteht. Okay. Jojo spielt nervös mit ihrem Jojo. Jo, du siehst die beiden irgendwo in der Klo-Ecke, wo halt nicht so viele sind, weil das kannst du einfach nicht hingehen. Und die unterhalten sich ziemlich intensiv. Und dann wird sie ihn irgendwann ein bisschen schütteln. Das Geile ist, wenn man Zwerge schüttelt, muss man halt sich immer hinhocken, wie bei kleinen Kindern. oder wird er versuchen, sie da irgendwie ihr Gesicht wegzuschieben und dann wird vielleicht, werden da die Kletterklauen mal kurz ein bisschen in seine Schulter greifen, dann wird sie noch ein bisschen intensiver auf ihn einreden und dann wird sie ihn loslassen. Und dann kommt sie auf euch zu. Wischt sich schnell mit dem Taschentuch möglichst unauffällig die Hände ab. Okay. Ist gut? Jo, ich muss was für ihn erledigen und der wird euch jetzt helfen. Das ist ja nett. Uns jetzt helfen, haltet mich bitte auf dem Laufenden. Mhm, machen wir. Brauchst du Hilfe? Nee, das ist Quatsch. Mach das mit ihm, vielleicht braucht er noch Hilfe. Okay. Wenn er nochmal frech wird, drückt ihm auf die rechte Schulter. Okay. Okay. Dann. Danke. Danke. Er wird jetzt erstmal auf Klo gehen und ich bin nochmal ganz kurz AFK. Jo, viel Spaß. Gut. Danke, Urbs. Hast du noch irgendwas für Urbs? Was? Ob du noch irgendwas hast für Urbs oder müssen, ob wir ihn entlassen können? Ja, aktuell nicht mehr. Gut. Aber wir können ihn ja da jetzt nochmal erreichen. Ja. Dann wollen wir trotzdem gleich noch in die Wohnung. Ja. Aber vielleicht sollten wir das mit den Comics erst erledigen, bevor wir in die Wohnung gehen. Ja, definitiv. Definitiv. Zumindest ein Ersatz-Comlink oder irgendwas anderes. Und die Comics müssen wir ausmachen. Ja. Und die Akkus raus am besten. Ich habe noch einen Ersatzkomling zu Hause. Oh Gott, dann weiß die Tussi, oh, ich muss schon wieder umziehen. Ja, Dito. Fuck. Oh, das ist ein beschissener Tag. Ja. Hui. Scheiße. Dreckige kleine Arschkrampen, alle miteinander. Ja, okay, wir haben den Lava weggebombt. Also von daher. War das überhaupt ihr Lava? Anscheinend. Ja, okay, ich kann verstehen, dass sie sauer ist. Sie hat sogar jedes Recht dazu, sauer zu sein. Das ist ja auch irgendwie... Ich wäre auch sauer, aber trotzdem. Scheiße. Job ist halt ein Job. Nee, ist es nicht. Ja, da passen halt Dinge. Okay. Danke, Einstein. Hm? Schon gut. Entschuldigung, ich habe Scheißlaune. Ja, ist kein Problem. Lass es ruhig an mir ab. Verbal, bitte. Ich muss nicht nochmal so eine Druckwelle erleben. Entschuldigung. Ja, das ist okay. Ich hab's gut weggesteckt. Ja, dann. Okay. Boah, diese blöde Kuh! Es kann doch nicht wahr sein. Mann, wie kann man so blöd sein? Echt. Oh. Ich gebe dir recht. Einfältige, kleine, dumme Schlampe. Ja, wir müssen wissen, also wir müssen gleich unseren neuen Freund gleich mal fragen, ob er gucken kann, was sie weiß. Und da müssen wir entscheiden,
wie wir da rangehen. An das Wissen. Ja. Weil ich kann mir, also du bist halt ein bisschen aufbrausend manchmal und wenn sie Bedenken hat, dich da hinzuschicken, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie, dass wir da gefasst hingehen sollten, wenn wir da hingehen. Wohin? Wo auch immer sie denkt, dass du da nicht gut wärst in diesem Moment. Die kann mich einfach nur nicht leiden. Die kann mich einfach nur nicht leiden, weil sie der Meinung ist, dass ich daran schuld bin, dass ihr kleines Prinzesschen irgendwie in Schwierigkeiten geraten ist. Dass das kleine Prinzesschen da genauso mit zu tun hat, wie ich, ist ihr irgendwie nicht so richtig klar. Oder sie will nicht, dass es ihr klar ist. Keine Ahnung. Kann durchaus sein, weiß ich nicht. Wir werden es Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur die paar Mal, die ich mit ihr geredet habe, hat sie sich mir gegenüber verhalten wie, ach, keine Ahnung. Eine Schlampe, die sie ist? Ach, was weiß ich. Ich meine, oder wie eine Hure? Hä? Also, ich habe keine Ahnung, ob sie selbst auch eine Hure ist oder mal war, wahrscheinlich. Ja, ich denke, nur, so kommt man ja in den Job. Wahrscheinlich. Ich schwöre, ich nehme die auseinander. Wenn irgendwas mit Billy passiert und die das hätte verhindern können oder sowas, dann nehme ich die auseinander. Count me in. Hä? Count me in. Also, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir gehen die Möglichkeiten langsam aus. Boris wäre noch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob der noch mit uns redet. Wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt. Wir hätten vielleicht erst mit Boris reden sollen. Es wäre vielleicht klüger gewesen. Richtig. Aber wir können ja erstmal mit ihm versuchen wir können ja versuchen, mit ihm zu sprechen. Das kannst besser du versuchen, weil wenn er dann irgendwie noch ein falsches Wort rauslässt, dann weiß ich nicht, was ich tue. Mhm. Dann gehe ich dahin. Das ist okay. Aber auch da müssen wir erst unsere Comlinks sauber machen. Wo müssen wir dafür hin? Ja, ich guck gleich mal. Ich kann den Comlink auch mitnehmen. Ich würde ungern ohne Comlink. Was ich kann den Ersatzcomlink geben. Der Rumpelstilz kommt raus. Mhm. Ja, Kletterklauen sollten verboten werden. Ihr seid mit dem Auto, ich komm mit. Okay. So eine Hürde vor. Gut. Setzen wir uns jetzt alle gemeinsam ins Auto. Genau, wir wollen erstmal unsere Comics sauber haben. Okay, also. Die Bitch, die euch hier gefickt hat, ist der Sandmann. Was irreführend ist, was eine Bitch ist. Eine ziemlich fiese Bitch. Eine ziemlich bösartige Bitch. Die Hintertürchen, die ihr habt, sind. Das sind so Programme, die man bekommt, wenn man für einen dicken Konzern einen guten Job gemacht hat und die sie einem dann geben. Bisher sind die inaktiv, das heißt, die wurden nicht einmal benutzt. Das sind so Mini-Dinger, die die ganzen Updates überlebt haben und Technomancer, der da drüber geguckt hat und so weiter. Das heißt, bisher hat sie nichts. Gar nichts. Sie war nicht einmal auf eurem Comlink, sonst wären die nämlich sichtbar gewesen irgendwann. Okay. Was muss man tun, um die loszuwerden? Du musst ja 12 Stunden jemanden geben, der sich damit auskennt. Ah, okay, das krieg ich hin. Wenn du machen willst, dass sie nicht merkt, ist es nicht ganz einfach, aber es ist prinzipiell möglich, es dauert ultra lange. Kannst du das? Ich kann das. Und ich werde das kostenlos für euch erledigen. Das heißt nicht ganz kostenlos. Für die wunderbaren Dienste, die ich euch hier stelle, will ich Folgendes. Sollte ich mich irgendwie in Gefahr bringen mit dem Sandmann, dann seid ihr da und rettet meinen Arsch. Punkt 1. Punkt 2, ich will alles über den Sprite. Ich will mit ihm Daten austauschen dürfen, mit ihm reden, geht das, mit ihm reden dürfen. Ich will Zeit mit ihm haben, ich will einfach alles von dem Sprite. Und das ein Gespräch muss der mit der Technomancerin, sobald wir sie gefunden haben. Ein langes Gespräch, mindestens 4 Stunden, vielleicht 5. Bei dem Essen. Ich finde, sie sollte mich einladen. Ihr könnt mich einladen. Das ist okay. Gut. Zu den zwei letzten Sachen. Also das erste geht in Ordnung. Zu den zwei letzten Sachen. A, muss das muss zum ersten von den zwei muss das Erbs entscheiden. Nicht wir. Wir können ihm eine Verbindung öffnen zu dir quasi. Beziehungsweise du kannst die Verbindung öffnen und versuchen mit ihm zu reden. Deine Sache. Kein Problem. Wenn du Scheiße baust, kriegst du Ärger von uns. Und zwar derbe.
Was das Zweite angeht, wenn wir sie finden, wird sie mit Sicherheit mit dir reden. Aber auch da muss sie halt entscheiden, das letzte Wort halt treffen. Weil wir werden keine Vereinbarung für jemanden fällen. Das machen wir nicht. Ist es nicht so, dass ich potenziell ihren Arsch rette? Ja, deswegen wird sie dir wahrscheinlich auch die Zeit geben. Aber das wird sie entscheiden und nicht wir. Und das hast du entweder zu akzeptieren oder davon ist die Tür. Wir werden zumindest versuchen, sie davon zu überzeugen, mit dir zu reden. Genau. Okay. Wenn das Gespräch mit ihr nicht zustande kommt, wenn wir diese Hackerin finden, was ja nur was wir Voraussetzung sein wird, damit wir den Technomancer finden, dann hätte ich gern 30% von ihren Programmen und ihrem ganzen Elektronik-Scheiß. Auch da ist das Zeug, was sie angeht, können wir nicht sagen. Wir können dir aber... Es geht jetzt um OT, Kaban, es geht gerade um die Hackerin, nicht um Billy. Achso, um die Hackerin. Wenn ihr die findet, dass ihr dann 30% von ihrem Stuff haben will. Ja, das ist kein Problem. 25 kriegst du und dann ist es gut. 30% und ich will aus. Werttechnisch 30%, ne? Na klar, werttechnisch 30%. Ja, mach halt. Findet sie mich sowieso nicht. Und, dass das klar ist, ich bin nicht sicher, dass ich sie finde. Ist okay. Okay, so. Und dann irgendwo sind vielleicht noch Informationen, wo ich irgendwas hacken soll. Richtig. Knoten? Hm? Knoten? Kriegst du? Dann hier damit. Ich gebe ihr die Kommunikadresse, die Knotenadresse von dem Laden. Hey, du meinst von Walli? Ja. Okay. Ich melde dich in 5 Stunden. Tja, und Kaban. Mhm. Sagt sie jetzt so. Weißt du, wer da die Sicherheit gemacht hat in dem Laden? Ich habe die Befürchtung, dass es unsere Freundin war. Ich gehe mal davon aus, dass Billy die Matrix-Sicherheit da gemacht hat. Möglich. Billy ist die Person, die wir suchen? Mhm. Es ist einfach ein Traum. Ich hacke ein Technomancer-System. Möglicherweise. Keine Ahnung, kann sein. Sie war sehr gut befreundet mit dieser Person. Gib mir potenziell 7 Stunden und vielleicht 8, weil ich dazwischen öfter meine Windeln wechseln muss. Okay. Meld dich einfach, wenn du soweit bist. Ja, ich habe eure Comic-Nummern. Und schließ den Vitalmonitor vorher an. Hältst du mich für ein Amateur? Gut. Cool. Adios. See ya. Ah. Meine Nummer hier. Für unser aller Weiterkommen, haltet gefälligst Vicky davon ab, ihre beschissenen Kletterklaue in meine scheiß Schultern zu rammen. Dann geht er. Jetzt hat er unser Comlink nicht sauber gemacht. Ach so, sollte er? Ich dachte, er sollte nicht. Ach so, stimmt, sollte er ja auch nicht. Ist ja okay. Genau, das macht der andere Dude. Das macht ja dein Dude. Mein Auto habe ich dann nachgekriegt, also und sie war nicht aktiv, also wird das auch mein Auto nicht betroffen sein, sehr gut. So, Wohnung brauchen wir jetzt noch nicht hin, ist noch zu frisch. Genau, erstmal. Wenn sie in der Wohnung wäre, dann das wäre zu einfach. Dann würde Walle sie auch nicht suchen. Richtig. Ist vielleicht mit Ivanovic die irgendwie eingesackt und mitgenommen? Möglich. Ist da vielleicht was passiert? Ist der vielleicht abgekratzt oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber in dem Laden, Laden soll schon seit einem Monat leer stehen. Also muss er vorher weg sein, bevor sie weg ist. Ja, aber dass Billy nichts gesagt hat, wundert mich so.
Normalerweise erzählt die sowas. Wir können erstmal. Pass auf, wieder... wir fahren jetzt erstmal zu mir. Mhm. Dann kriegst du deinen Ersatzcomlink. Gut. Und. Dann fahr ich nach Boris. Du machst unsere. Du fährst zu Boris. Ich fahr. Ein paar Sachen klären und unsere Comlinks sauber machen und oder sauber machen lassen und dann, naja, gucken. Genau. Guter Plan. Wenn der Typ das kann, aber ich hoffe mal. Zumindest am ehesten noch. Und bei ihm weiß ich, dass er uns nicht verarscht. Gut. Ansonsten holen wir uns einfach neue. Hm. Okay. Dann, bis später. Jo, bis später. Der würfelt schon wieder für die falschen Leute gut, glaube ich. Ich denke auch. Gut, wo sind wir jetzt? Na, du wolltest zu Boris und Jojo wollte die Comlinks sauber machen lassen. Dann bist du zuerst bei Boris. Gut. Der Club hat offen. Ja, ich versuche auch mal reinzukommen. Naja, also der Türsteher findet dein Style für den Nachtfalter. Halt, also du passt halt nicht rein. Wirklich ja, ich nicht weiß, meiner. Dass ich da gar nicht rein will. Ich will auch nur mit dem Boss sprechen. Kannst du dich mal kurz fragen, ob ich mit ihm sprechen kann? Willst du dich hier als rausschmeißen oder was? Nee, aber ich habe schon mal mit ihm gesprochen. Du, der ist gerade übelst durch den Wind. Ich kann es mal versuchen, aber ey, Bro, keine ist kein Problem, ich weiß auch, warum er durch den Wind ist. Echt? Schreib's mir einfach eine Nachricht. Ja, sag mal, was los ist, Alter, ich komme nicht zurecht. Hm? Sag mal, was los ist mit dem, Alter, ich komme gerade gar nicht klar mit dem. Ist okay, wenn du einfach hier unten stehen bleibst und aufpasst, wer hier reinkommt und wer nicht. Also ich soll das machen. Okay, was ich immer mache. Genau. Und wie heißt er? Kaban, ja, Kaban müsste eigentlich reichen, hab mich ja vorgestellt. Okay, warte. Oh mein Gott, der will ich unbedingt sprechen, und zwar sofort. Du gehst einfach rein, die Treppe hoch, dann an dem Springbrunnen, der ist neu, da aufpassen, der ist nicht ganz in Ordnung, und dann zweite Tür rechts. Okay, ich gehe warte, wie geheilt. Hier, aber keine Waffen. Ich zeig so, ich gebe ihm mal quasi meine Waffe aus der Schulterholster. Bro, du kennst ja den Drill, ne? Mach mal die Arme kurz auseinander. Jo. Er tastet dich ab und. Dann findet ihr auch meinen Unterarm knapp klingen. Sehr gut, dann würdest du dir das auch abnehmen. Jo. Wo tastet der mich überall ab, ist die Frage. Naja, halt Standard, Unterarme, also unter den Armen, Oberkörper, Beine, Füße. Hm. Dann, müssen wir jetzt mal auch verkleiden, beziehungsweise suchen. Findet ihr einen Tarnholzer bestimmt, oder? Warte, ich würfel mal schnell, ob das nötig wird, dass du irgendwas würfelst. Na, statistisch gesehen wird das nicht finden. Dein Fußdings. Gut. Ich werde dich nicht darauf hinweisen. Das, ach so. Sehr gut. Jo, dann Rainer. Jo. Dann gehe ich wie gehießen. Mhm. Du erntest wirklich den Blick jeder Bitch, aber es ist nicht der gute Blick. Ja, es ist okay. Das ist okay. Jo, oben am Springbrunnen wirst du nass, weil der wirklich nicht gut funktioniert. Und dann gehst du rein. Und Boris sieht aus, als hätte er wenig geschlafen. Und nicht nur, weil er fertig ist, sondern weil er versucht natürlich mit der Situation zurechtzukommen. Und da hat er so weiße Sprankler an der Nase. Ich frage. Good times. Ich frage mich, ob der überhaupt irgendwann mal mit seiner Frau zu tun hat. Hey, das ist eine offene Beziehung und du bist einfach altmodisch und verklemmt überhaupt. Nee. Das auch nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass die beiden sich nie sehen. Irgendwie. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das da ist. Ich war mir nie sicher, aber das ist auch nicht wichtig. Super. Es sind einfach zwei grundverschiedene Menschen und es scheint ihnen auch nicht zu. Ich bin mir bei Leuten oft nicht sicher, warum die was miteinander zu tun haben. Das ist normal. Ich weiß auch nicht, warum ich hier sitze. Sehr gut. Er guckt an. Oh, Kaban, setz Moin. Dich.
saufen, komm, hier, mir schenkt dir großzügig Schnaps ein und sich auch. Okay. Was na weißt dann? Du? Hm? Ja, ich hab dich jetzt gerade nicht verstanden. Was weißt du, komm, gib mir. Ich weiß doch leider zu wenig, weil die erste Person, die wir gefragt haben, war Wally und die wollte uns nichts sagen. Ich hab versucht, mit ihr zu reden, nee, ist aber... Mann, da ist gerade nichts zu machen. Die macht alles, was sie kann, aber das ist eigentlich ist auch gar nicht. Scheiße. Also, wir versuchen halt hin und her zu gucken, an verschiedenen Anhaltspunkten, die wir mit ihr zusammen durchgezogen haben. Ob da irgendwie los. Ein bisschen, vielleicht. Okay, kann ich euch irgendwie unter die Arme greifen? Ivanovic. Weißt du, wo der ist? Ihr Arzt. Ivanovic. Der ist doch umgezogen. Genau. Ja, der ist doch vor ein paar Wochen umgezogen irgendwie. Mhm. Warte, wo war das? Hab hier die Adresse. Okay. Ich nehme mir die Adresse von ihm. Ah ja, genau, da. Das ist... der ist in Bratievo. Bratievo, ziemlich okay. Nah am B-Gebiet. Okay. Hast du auch eine Comlink-Nummer von ihm? Aktuell noch nicht. Okay, egal, kriege ich wohl. Das, Aber da würde ich vorsichtig sein an seiner Stelle. Der macht da jetzt irgendwas, was in die Richtung legal geht, glaube ich. Ist kein Problem. Ich finde wohl einen Weg, mit dem zu reden. Jo, den habe ich auch gar nicht gedacht, Alter. Zu Kaban kommt gerade eine Nachricht, weil Jojo das irgendwann auf dem Weg noch eingefallen ist. Guck mal, ob du was über ihr Kindermädchen oder sowas rausfindest, ob es da Möglichkeiten gibt, irgendwie mal zu fragen, ob die was wissen. Mhm. Sie hat wohl ein Kindermädchen gehabt, mit dem sie in Kontakt stand. Kann man da irgendwie Kontakt aufbauen? Hast du da irgendwie eine Nummer, dass man da mal Informationen kriegen kann? Nee, das wird nichts. Das ist viel zu risky. Das geht nicht. Ich weiß, also dass die würde das auf jeden Fall, nee, die würde das auf jeden Fall ablocken. Und außerdem, du weißt doch, wie es ist. Die Leute, die bespitzeln sich doch mehr gegenseitig als andere. Und ich glaube, das würden die einfach nicht riskieren. Bin mir nicht mal sicher, ob ihre Eltern was wissen. Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, könnten die eventuell andere Ressourcen, andere Möglichkeiten haben als wir. Mann, das ist der letzte Ausweg. Der allerletzte. Okay, aber halten wir ihn in der Hinterhand. Pass auf. Also, es ist folgendermaßen. Ich sag dir, also, es ist so. Wenn ich zum 3. April, outgeben heute 26. März, noch nichts von dir gehört habe, ja? Dann versuche ich die zu kontaktieren. Gut, okay? Deal. Mhm. Okay. Ich mache mir einen Reminder, dass ich ihn quasi anrufe, wenn wir sie gefunden haben. dass ich das nicht vergesse. Ich glaube, das wäre auch so ganz günstig. Gut, was brauchen wir noch von Bowers? Wally hatte nichts als Info, sagst du. Scheiße. Es gab ein bisschen Ärger bei ihr im Laden. Das müsste sie eventuell. Hey, Kamera. Ich weiß es. Es ist egal, es ist mir einfach scheißegal. Es ist einfach kalt gelaufen, das wird auch nichts mehr. Versucht's nicht. Ich bin so froh, dass ihr was macht. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, ja? Alter, ich bin dabei. Danke, erstmal. Wir müssen halt natürlich auch erstmal jetzt hier lose Enden irgendwie finden und in die richtige Bahn lenken. Gut, was kannst du uns noch besorgen, was wir brauchen? Wir müssen noch wen finden. Kannst du das regeln, dass wir in die Wohnung kommen? Von ihr? Also ich meine, wir kommen da rein, aber... Hey, ihr müsst da rein. Heute Nacht um 4. Heute Nacht um 4, seid ihr in der Nähe? Ich gehe da rein und mach was. Und der Typ, der davor steht, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann geht er rein, okay? Klar, kein Ding. Okay, super, okay. Danke. Um vier, Punkt, seid ihr da irgendwo in der Nähe? Ja, kriegen wir hin. Okay. Gut.
Dann kommen wir in die Wohnung. Das ist schon mal ein. Ich weiß, es geht mir nichts an, aber du solltest vielleicht ein bisschen weniger von dem Zeug nehmen. Was hast du gesagt? Ich mag Boris. Ja, Boris ist super. Scheiße, mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein. Das ist scheiße. Komm halt nochmal auf ihn zurück. Genau. Ich werde auf jeden Fall noch auf dich zurückkommen. Kannst du mir deine Comic-Nummer geben, damit ich dich anrufen kann? Jo, hier. Prima. Ich übermittle ihm dann direkt auch meine. Wenn du irgendwas weißt, irgendwas hörst, ne, sofort anrufen. Auf jeden Fall, Alter. Sehr gut. Und, ich sag dir aber auch, also ich meine, ich sag das genauso, Wally, ne? Ist klar. Und wenn die da gerade schon irgendwas macht, dann kommt ihr nicht in die Quere, macht das dann vorher oder nachher, okay? Klar, natürlich. Also wir versuchen da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Was? Nur das du bist nicht da. Ich weiß. Wir müssen halt, also das Problem ist, wir könnten viel besser zusammenarbeiten. Nee, also, das wird nicht, das braucht man gar nicht angehen. Wir müssen, ihr macht was. Ich weiß hier nicht, was ich tue. Ich helfe euch bei allem, wie ich irgendwie kann. Und sie macht was. Das ist der Ausgangspunkt, mit dem wir jetzt irgendwie arbeiten müssen. Und schnell. Richtig. Also wir versuchen, vor ihr zu sein. Oder halt, ne, gucken, was wir dann machen können. Je nachdem, was dann Phase ist. Du weißt ja, Julius ist auch manchmal ein bisschen impulsiv. Das kriegen wir schon geregelt. Gut. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Hilfe, das ist gut. Ja, Mann, alles Mann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mir fällt gerade OT gerade echt nichts ein. Mal kurz, mach mal mit Jojo weiter. Schon schlimm. Dann kann ich mir was überlegen, vielleicht noch. Ich kann dir was geben, was dich an der Stange hält, derweil. Und zwar, er fällt dir natürlich jetzt erstmal um den Hals, knutscht dich auf die Wange und fängt an zu heulen. Ich denke, da bist du auch erstmal beschäftigt. So eine große, ja, starke Orkschulter, die muss man ja auch mal nutzen. Natürlich. Und es ist eine offene Beziehung. Es ist eine offene Beziehung. Alter. Ich werde ihn auf jeden Fall trösten, aber mehr wird da nicht laufen. Mehr kann da nicht laufen, der ist lange wach, weißt du wie? Der Choo-Choo-Train fließt durch seine Adern, aber unabhängig davon. Jojo. Komm dann. Es ist eine bisschen entspannte Situation eigentlich. Also du kommst an und sind nur die Anwärter da irgendwie und deuten dann so daumenmäßig in den Besprechungsraum mit dem großen, geilen Tisch. Und das ist halt super easy, weil da sitzen halt alle und gucken dich an und geil! Jojo hat jetzt schon scheiß Laune. Ha, ich komm zu spät, hm? Nö, eigentlich nicht. Nö, eigentlich nicht. Alles klar. Du kriegst ein Bier rübergeschmissen. Nee, lass mal. Na, wie war denn das nun? Erzähl mal, was ist da los? Ich muss ein bisschen weiter ausholen, ne? Also, das Mädel, mit der ich öfter zusammengearbeitet hab, ist ja klar, ich glaube, die meisten kennen die sogar. Keine Ahnung, ist doch bewusst. Auf jeden Fall ist die weg. Und das jetzt schon seit längerem offensichtlich. Auf jeden Fall erreiche ich sie seit über einer Woche nicht. Und die ist so weit weg, dass niemand mehr mit ihr gelabert hat und niemand weiß, was Phase ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe gedacht, ich guck mal, weil vielleicht steckt sie in Schwierigkeiten und bin ich ihr irgendwie schuldig, ihr dann rauszuhelfen, und zum Zweiten könnte es sein, dass ihre Schwierigkeiten auch meine Schwierigkeiten werden oder sind, keine Ahnung, vermutlich sind. Und naja, ich war bei Wally und dachte, hey, die beiden verstehen sich übelst gut und Wally weiß vielleicht was. Und anstatt mit mir zu reden, hat sie mich vertröstet. Ich dachte, gut, kommst du später wieder. Vielleicht ist ja wirklich irgendwas Wichtiges. Vielleicht kriegt sie gerade ein Kind oder sowas. Nein, war nicht der Fall. Guck nicht so.
Ich bin also später wieder gekommen und sie hält das offensichtlich nicht für notwendig, irgendwie mal das Maul aufzumachen und vielleicht mal irgendwie ein paar Sätze dazu zu sagen oder irgendwas anderes, sondern lässt mich dann von ihren scheiß Security Guys wegschicken und ich bin kurz ein bisschen wütend geworden und vielleicht kurz ein bisschen, naja, es hat mal kurz gescheppert und Wie hat's gescheppert? Sie macht so ein bisschen diese Magic Fingers, du weißt, was ich meine. Nein. Was nein? Magic Fingers kann einiges bedeuten, inklusive interessanter Sexualpraktiken, also. Ach so, nee. Diese typischen Zaubergeste-Finger, weißt du? Ach, die, okay. Okay. Das war nicht mit Absicht. Jojo. Du musst das in den Griff kriegen. Ich weiß, dass ich das in den Griff kriegen muss. Es ist auch glimpflicher abgegangen als sonst. So. Und die Schweinsnase, ne? Ja. Der dem einen Typen ordentlich die Fresse poliert? Ja, er hat den angegriffen, ja. Der kann echt was. Ja. Okay. So. Wir werden Wally ein bisschen Knete geben. Und Noron, du nimmst dir zwei Dudes mit und ihr repariert dort den Schaden. Und macht Wally klar, wenn sie jetzt Stress macht, dann machen wir Stress. Jojo, du redest die Tage noch mit Alex? Ja. Tust du dort deine Strafe ab? So. So, und die Füchsin ist jetzt weg. Ja. Yep. Okay. War sie in der Wohnung? Noch nicht da stehen. Aktuell hat Wally da irgend so einen Sicherheitsfuzzi hingestellt und wir hielten es für unklug, da jetzt Theater zu machen, während alle zu Hause sind, ehe die da die Bullen rufen, denn da kommen sie tatsächlich nochmal hin. Okay, du hältst dich von der Wohnung fern. Solange da ein Typ steht, hältst du dich von der Wohnung fern. Schon klar. Okay. So. Ist das was, was auf dich zurückkommen kann? Dass sie jetzt weg ist. Ich weiß es nicht. Es ist möglich. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwie noch so ein bisschen der Nachhall von einer Geschichte da ist, die so ein bisschen länger her ist. Aber ob das jetzt was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Es ist möglich. Aber mehr, keine Ahnung. Okay. Ich muss mal mit Wally über Kompensation sprechen. Wenn du richtig Pech hast, dann wird sie verlangen, dass du dort noch irgendwie den Schaden ausbesserst, ne? Und zwar nett und freundlich und aufgestylt, wie die Frauen dort. Ist dir das klar? Dann wirst du das tun. Und du wirst lächeln und nicken. Wenn sie das will, wirst du das tun. Ich werde das tun. Aber eins sage ich dir, wenn ich mitkriege, dass Billy irgendwas passiert und ich das hätte verhindern können, wenn Wallys Maul aufgemacht hätte, dann nehme ich die Frau auseinander. Okay, das können wir also nicht riskieren. Noron, du nimmst dir Mika mit und wenn er dort anfängt, was zu machen und Jojo das nicht machen muss, dann quatschst du mit ihr und machst irgendwas von wegen Kooperationsscheiße und wir helfen damit. Jojo? Mhm. Wenn der Fuchsfrau da irgendwas passiert, dann kommst du erstmal zu mir und regst dich ab. Und stiefelst dann nicht hin und machst irgendeine Scheiße. Ich werde da keine Scheiße machen, wenn klar ist, dass Wally nichts damit zu tun hat. Du wirst auf jeden Fall erstmal zu mir kommen. Klar. Wenn sie wirklich Scheiße gebaut hat, also Wally, dann kommst du zu mir und wir besprechen das und dann können wir sie immer noch fertig machen, weil letztlich ist es ja, hat sie uns ein paar Mal geholfen und so ein Scheiß und, ne? Wir gucken, aber du rennst ja nicht einfach hin und machst irgendeine Solo-Scheiße. Klar. Okay.
Wohnung fernhalten. Vielleicht musst du da Ausgleich schaffen. Okay, so. Da die Nazis gerade aufmucken, kann ich dir wenig mitgeben. Wenn irgendwas ganz Dringendes ist, sagst du Bescheid. Aber eine Sache habe ich noch. Okay. Von dem Job, von dem ich gerade geredet habe. Hm. Wir hatten da mit einer Hackerin zu tun. Und mit einem Typen. Den Typen mussten wir damals um die Ecke bringen und die Hackerin ist sauer. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall hat die Tussi sowohl auf Carbans als auch auf meinem Comlink Backdoors, so wie ich das jetzt verstanden habe, irgendein verficktes Programm. Das hat sie wohl noch nicht benutzt. So viel ist klar. Sie war noch nicht drauf. Aber die Dinger müssen runter. Jo, Elder macht das. Elder, gib ihr und der Schweinsnase einen Ersatzcomlink. Ich hab schon. Alles easy. Elder, gib ihr und der Schweinsnase einen Ersatzcomlink. Möglichst ein besseres, als sie jetzt hat. Wir dürften eigentlich noch ein paar rumliegen haben. Und kontrolliere sowieso alle anderen auch. Gut. Alles klar. Dann an die Arbeit. Du hast so, also es gibt ja immer ein paar Dudes, mit denen man schlechter klarkommt und mit denen, die denen vielleicht nicht so gefällt, dass du immer so rumfunzelst, die Magie nicht vielleicht nicht ganz so geil finden, die natürlich jetzt richtig überzeugt von dir sind. Kriegst auch ein paar aufmunternde Blicke, aber generell, hey, ich meine, du hast Mist gebaut, man ist nicht so sonderlich gut drauf. Und Elder wird dann die Comlinks einsammeln, wird zum Comlink-Vorratsschrank gehen und euch zwei rauspacken, die auch bisschen qualitativ hochwertiger sind als der Scheiß, den du so gehabt hättest und direkt schon auch Schleicher-Chip hab und was man so hat, ne? Und ja. Gut. Und da sind halt schon immerhin alle Gangnummern drauf. Yay! Ist das nicht doch Shit, Alter? Ja! Bam! Bestes Comlink ever! Scheiße, gab das irgendwelche Gangnummern. Richtig. Naja, also das Inne, das würde dann formatieren und ja. Das kann man auch nicht machen. Jojos Nummer drauf abspeichern. Ja. Na, du wirst ja dann eh eure beiden Kontaktlisten rüberziehen. Elder wird die kurz checken, ob mit denen alles in Ordnung ist und dann, ne? Ja. Easy. Gut. Beste. Ach ja. Bei der Zeit, wo du dann die angenehmen Blicke überschatten hast, es gab dann auch bei Boris raus. Falls du nichts mehr hattest, was du noch fragen wolltest. Nee, mir ist nicht mehr wirklich was eingefallen. Ist okay. Auch nicht schlimm. Im Zweifel kommt man halt irgendwann nochmal auf ihn zurück. Genau. Das wird so, ich denke, inzwischen wird es schon 23:45 sein oder sowas. Genau. Da ich ja keine Nummer mehr von Jojo habe, weil ich wusste, dass sie kompromittiert sind. Doch. Achso, na, die ID ist ja Service Provider gebunden. Das okay. Schon. Dann kriegt Jojo quasi eine Nachricht. Mit dem, ne, um Pio geht's rein und Boris ist bei uns auch, ist im Boot. Jo, schreibt, das ist gut, ich muss leider unten im Wagen warten. Okay. Was denn? Sie hört zwischendurch mal auf ihren Bruder. Das möchte sein, Alter. Ja, ja, dann treffen wir uns wo wieder? Na, dann, keine Ahnung. Hol mir jetzt einen Kaffee und dann hole ich dich ab und dann keine Ahnung, was wir dann noch machen. Okay. Ich habe übrigens einen Ersatzcomlink. Ah, perfekt. Gut. Gut. Dann treffen wir uns da am Treffpunkt und ich schnappe meinen Ersatzcomlink. Genau. Ja. Also, ne, Boris, also wenn wir dann hier miteinander sprechen quasi, ne, das mache ich ja nicht über das Telefon. Also Boris ist definitiv bei uns mit im Boot, ist kein Problem. Er macht sich tierische Sorgen. Würde seine Frau auch mal so reagieren? Ja, er hat darum gebeten, dass wir sie nicht komplett auseinandernehmen, wenn, also dass wir halt nicht gegen sie arbeiten, wenn sie schon irgendwas unternimmt. Ich arbeite nicht gegen sie, ich will nur wissen, was sie unternimmt, aber ich schätze mal, das wird er uns dann sagen. Genau, sofern er drankommt. Momentan scheint sie noch nichts zu wissen, sagt er. Sie weiß gar nichts. Anscheinend nicht. Die macht so ein Hi-O-Pi und weiß gar nichts. Anscheinend.
Die benimmt sich wie die letzte Schlampe und weiß gar nichts. Wusa, ganz ruhig. Er regelt das mit dem Dude an der Tür und lässt uns um 4 Uhr dann in die Wohnung. Dich? Also, ja, mich. Wenn du nicht mehr reinkommen willst, ist kein Problem. Dann kommst du halt über meine Augen mit rein. Das gefällt mir. Mhm. Das ist nicht so das Ding. Also du kennst dich in der Wohnung besser aus. Dir fällt wahrscheinlich eher auf, wenn irgendwas anders ist. Oder besonders ist. Okay. Gut. Dem geht's richtig mies. Mhm. Also, richtig mies. Da müssen wir ein Auge drauf halten. Gut, du hast alles geregelt? Ja, so halb. Ich werde morgen Vormittag nochmal kurz abzischen, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, gut. Dann. Ich muss mir noch meine Schelle abholen. Scheiße. Komm aber nicht zu sehr zusammengeschlagen zurück. Wir brauchen dich eventuell noch am Leben. Ja, am Leben werde ich schon bleiben. Ja, ich meine auch in der Lage, noch vernünftig zu arbeiten. Wird sich dann zeigen. Sag's ihm einfach so vorher. Nee. Wieso wird's dann schlimmer? Einmal durch und dann ist gut. Und danach ist die Sache gegessen. Punkt. So läuft okay. Das und so ist es immer gelaufen und so wird es auch weiterhin laufen. Gut, mach dein Ding. Mir ist das... Gib mir nichts an. Gut, was können wir jetzt noch machen? Achso, ja, Ivanovic, hab eine Adresse von ihm. Ah, cool. Er ist wohl vorher umgezogen. Mhm. Ist allerdings eine B-Gegend. Da müssen wir vorher mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Oh, die war es nicht nur am Rande von einem von der B-Gegend? Das ist nur ein Unterschied. Ja, ist klar. Trotzdem nicht cool. Ach ja, das ist eine Augenklinik. Du. Ist das eine... Ich google mal kurz die Adresse quasi. Ist das eine Klinik, eine komplette, wo er nur angestellter Arzt ist, oder ist das seine Klinik? Das ist auf jeden Fall nicht seine Klinik. Klinik klingt halt jetzt wieder übertrieben. Es sind mehrere Fachärzte, die eine schon Gemeinschaftspraxis. Ja, aber halt schon technisch und von den Menschen, die da arbeiten, her schon besser und ein bisschen mehr Platz auch und mehrere. Also der Operationstag ist auch gut ausgebucht bei denen. Okay, steht auf deren Website quasi Ivanovic als Name mit drauf? Yep. Dann rufe ich da jetzt an und lass mir einen Termin bei dem geben oder komme ich da einfach so vorbei? Oh. Pass auf, das ist jetzt sowieso sinnlos. Es ist viel zu spät. Ja, klar. Der hat da doch bestimmt eine Firmenadresse, oder? Also eine E-Mail-Adresse oder irgendeine Sache, wo man ihn erreichen kann. Ja, aber es sieht so aus, als wäre das Sekretärinnen gebunden. Scheiße. Naja, irgendwann wird er da Anfangszeiten haben und irgendwann wird er da Schlusszeiten haben. Das heißt, vielleicht kriegen wir ihn. Da sind da Sprechzeiten? Doch bestimmt, ne? Irgendwas wird da doch sein. Da sind Sprechzeiten, die sind 24/7 und das ist immer ein anderer und du weißt nicht wer. Weil die sind alle so professionell, ja. Auch die werden ja, trotzdem mindestens 5 Tage in der Woche arbeiten. Ja, na klar, aber du weißt nicht genau jetzt, wann er arbeitet. Nö, aber dann warte ich halt. Dann fahre ich da halt jetzt hin und dann warte ich. Das klingt... Ja, das klingt nicht vernünftig, aber kann man machen. Im Auto, ja, klar. Wir können ihm ja eine Nachricht schicken in seinem... Ne, wie denn? Sehr geehrter Ivanovic, eine Freundin, Billionka oder so, wo dann halt das Billy halt... Ne, Fräulein Fuchs, meinst du? Oder Fräulein Fuchs, genau. Fräulein Fuchs. Fräulein Fuchs hat sie mir empfohlen. Ich hätte gerne einen Gesprächstermin, da ich mir große Sorgen um eine bestimmte Entwicklung mache. Oder sowas. Mhm. Von wegen große Sorgen mache. Also irgendwie richtig schön ausformuliert, mir fällt jetzt nur gerade kein vernünftiger Fließtext ein. Du hast ja Zeit dafür. Genau. Also wir formulieren einen durchaus eindeutig, wenn man keine Ahnung hat, Text, der dann auch schön sehr zweideutig gelesen werden kann, wenn er ihn dann selber liest. Gut. Dann fahrt ihr hin. Vielleicht schicken wir das einfach nur erstmal ab. Okay. Genau. Da wird ja dann schon was zurückkommen.
wenn's durchkommt. Notiert. Gut. Dann klärst du das mit der Wohnung. Und ich fahre einfach morgen früh dahin und dann ist gut. Okay. Gut. Dann fahren wir jetzt am besten zur Wohnung, ne? Ja. Also um 4 müssen wir da sein, quasi. Dann holen wir uns halt noch was zu essen auf dem Weg. Oder darf man in deinem Auto nicht essen? Doch, darfst du. Habt ihr schon so oft gemacht? Zum Beispiel, als ihr eine Frau aus dem fahrenden Fahrzeug geworfen habt davor. Das war ein anderes Auto. Das neue Auto. Oh, damn it! Okay. Übrigens bekommt Jule eine Nachricht von Elder, dass er auf jeden Fall gedenkt, eine Entschädigung zu erhalten, weil er sich jetzt die nächsten 18 Stunden mit ihrem scheiß Comlink beschäftigen darf. In Form von Fragezeichen? Er überlässt es dir, aber er überlässt es auch sich, sie abzulehnen und nach etwas anderem zu verlangen. Junge, mach eine Ansage, ich brauche meine Kreativität gerade für andere Dinge, komm zurück. Das muss ja auch nicht sofort sein. Der will nur irgendwann, ne, wenn irgendwann mal alles geregelt ist, dann will der aber in Schlauchboot voll Schlampen in Schnaps oder so, was weiß ich, was man halt so haben will, aber... Eingelegte Schlampen, alles klar. Er macht nur klar, es dauert 20 Stunden und es ist nicht cool. Okay. Gut. 18 waren es, ja, es sind 20. Auf jeden Fall, ihr holt euch was zu phrasen und... der Rumpelstilz ruft an. Euch. Jo. Hm? So, ich bin drin. Und da ist nichts. Sie hat nicht mal jemanden, der eine ordentliche Datensuche machen kann. Yes, danke. Oh, das könnte... Nein, das ist uninteressant, okay. Nein. Noch irgendwas, wo ich gerade hier bin? Was hat die über uns? Soll sie noch was über euch haben? Keine Ahnung. Hier sind ein paar Aufnahmen, wie ihr da seid. Du hast mal da irgendwo gewohnt bei der, irgendwie bei ihr. Massagen. Irgendwelche Sachen von irgendeinem Anziehladen bei einer gewissen Sanja. Wann habt ihr scheiß Klamotten geholt? Also nix. Soll das weg? Ja. Mach das mal weg, genau. Okay. Gott, das wird ja auch noch anstrengend. Okay. Ich kann vermutlich keine Hintertür reinbauen, weil. Na, das musst du auch nicht. Komisch ist. Hier lebt alles. Zurzeit nichts. Alles klar. Aber ich Besten kann vielleicht Dank. In das Kamerasystem. Okay, nee, das probiere ich noch. Ist nicht nötig. Okay. Dann bin ich raus. Danke. Naja, hätte ihn vielleicht gefreut, wenn er die guten Mädels sieht. Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt in den nächsten paar Stunden oder Tagen, wenn er da immer wieder reingeht, noch abgeht. Deswegen besser nicht. Stimmt. Hast recht. Der muss auch nicht alles mitkriegen. Hacker wissen sowieso mal viel zu viel. Ja, das steht allerdings. Gut, dann würde ich sagen, warten wir bis 4. Ja. Die Zeit schreitet voran, es wird irgendwann 4. Ja, dann wird Boris dreimal klingeln lassen bei dir, aber halt nicht wirklich anrufen, ne? Mhm, und dann seht ihr ihn, wie er halt da einfach auf dieses Haus zutorkelt und entweder er ist der beste Schauspieler der Welt. Nein. Oder nicht. Und oder wird auch mal kurz rumgeschrien. Geil. Mann, ich glaube, Nachbarn finden mich immer geil. Und dann geht er da einfach hoch, weil er klingelt halt bei allen. Scheiße. Wird irgendwas auf ihn runtergeschmissen und Besoffene weichen halt perfekt aus. Smooth. Und dann geht er halt hoch. Man hört ihn halt einfach noch, solange die Tür auch nur halbwegs geöffnet ist, wie er da im Haus rumpöbelt. Es ist wirklich... Es muss Liebe sein oder sowas. Deine Chance, okay. Gavan. Ab geht's. Ja, ich gehe hinterher. Oh, ist das geil. Jo, du fällst nicht auf, weil alle Bewohner auf den Beinen sind. Das ist super. Hm.
Und der Dude oben ist dann damit beschäftigt, Boris, der so halb aggressiv und halb am verzweifelten Heulen halt mit ihm ringt, aber halt nicht aggressiv ringt, sondern, ne, du weißt, was ich meine. Hm. Wie mit dir vorhin, bloß noch mit einem Ringen. Und der ist, der zerrt ihn da irgendwie anderthalb Stockwerke tiefer und es ist einfach... Vor allem der arme Typ, der da oben stand, der hat jetzt, das ist natürlich ein anderer als vorhin, hat jetzt, weiß er auch nicht, was er machen soll, ob er da jetzt Mitleid haben soll oder ob er da jetzt angeekelt sein soll und wie. Da steht quasi sein Boss. So ähnlich, der Stecher von ihrer von seiner Bössin und er ist einfach mehr als ein Wrack, das ist nicht schön. Schön. Ja, ich versuche in die Wohnung zu kommen. Jo, dann mach doch mal Schlosser und Logik. Yay, das sind diese Sachen, die ich richtig gut kann. Ich weiß, hast du ein Hardware-Kit dabei? Ich hab mir eins von Jojo geliehen. Hast du das? Klar. Wusste ich jetzt gar nichts von. Tja, du bist wieder uninformiert. Wie ich das? Offensichtlich. Du hörst ja auch nie zu. Genau. Mhm. Das haben wir alles besprochen, aber da warst du wahrscheinlich schon wieder scheißen oder was trinken holen oder irgendwie sowas. Ich kann doch nichts dafür, dass du nie aufpasst. Okay. Mach doch mal Logik und Willenskraft meiner. Du hast gesagt meiner oder nicht meine? Meiner. Alles klar. Ein Erfolg, ich habe doch bestimmt dran gedacht. Okay. Ein Erfolg reicht dafür, dass es dir gerade noch schon eingefallen ist. Aber da es nur ein Erfolg ist, bekommst du nicht die Bonuswürfe vom Hardware-Kit. Tut mir leid. Die habe ich auch irgendwie gekriegt. Den einen Schraubenzieher vergessen. Ah ne, stimmt, beim Schlosser gibt es sowieso keine Bonuswürfel. Okay, du hast den Stuff, aber easy. Easy, Schlosser und Logik jetzt. Ich glaube, ich werfe mein Edge gleich oben mit drauf. Hast du Schlosser? Ja. Gut. Jojo hilft, assistiert dir über deine Augen. Gib dir plus eins. Wie gesagt, ich würfel gleich mit Edge mit oben drüber, ne? Oben drüber klingt schön. Zwei Erfolge, huiuiui. Hast du dir denn einen Würfel draufgerechnet? Ja. Gut. Schade. Ja, ich meine, ein Würfel ist doch auch viel, oder nicht? Ich habe mein Edge oben drauf gelegt. Dann ein auf 5? Nein, ich habe ein Edge hier oben drauf gelegt. Wusste ich doch die ganze Zeit. Easy. Na klar, so, also zwei Erfolge. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das gut finde. Ist ja auch eine erweiterte Probe. Wenn du das so noch nicht gut findest. Proben. Also, du kommst rein. Läuft. Wenn der Schlosser einen Erfolg hat, ist es okay, ja. Ich mag erweiterte Proben der Schlösser nicht, das sitzt einfach stundenlang. Okay. Ja. Also ich gehe da einfach mal rein. Du bist drin. Also es ist leer, das ist durch die Drohnen sauber. Es sieht nicht aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden oder als wäre hier irgendwas super unnormal. Außer, dass... Jo, und zwar, du hast ja, du stellst ja in deinen Zollgucker irgendwie einen Teller rein und dann wird da einfach Shit gemacht. Und wenn du das nicht machst, dann kommt der Shit eigentlich nicht oben raus. Aber wenn du halt einen Erbs drin hast, dann laufen die verschiedensten Speisebreie und Fertiggerichte in dieser mikrowellenartigen Tür, das häuft sich, das riecht auch nicht gut. Okay. Aber sonst, die beiden Comlinks liegen auf dem Nachtschrank. Der Pelz ist noch da. Dann ist sie nicht dauerhaft weg. Intentionell. Oder nicht freiwillig. Ja, nee, eben, aber auf jeden Fall nicht dauerhaft irgendwo weggegangen. Ihre Waffe fehlt. Okay, das heißt, sie war vielleicht... Guck mal in den Schrank. Also geh mal sowohl erstmal als allererstes Badezimmer. Ja, als erstes ins Badezimmer. Es ist unglaublich, wie viele Pflegeprodukte es gibt. So, die Jojo war schon oft da. Jojo kennt Billy. Sie kennt Billy sehr, sehr gut. Sie weiß auch, dass Billy sie stundenlang zugelabert hat und verflucht sich jetzt gerade, dass sie ihr nicht öfter zugehört hat. Aber trotzdem hat sie vermutlich mehr mitbekommen, als ihr lieb ist. Jojo guckt sich durch Kabans Augen um. Fehlt irgendwas Essentielles? Nee. Nichts, was darauf hindeuten würde, dass Billy eine Nacht geplant eine Nacht weg war oder zwei Nächte weg war, denn dann würde sie auch den Pelz nicht mitnehmen. Naja, wenn sie geplant eine Nacht weg ist, nimmt sie ja nichts davon mit. Naja, zum Beispiel Zahnbürste.
Okay, oder ihre bestimmt... Kulturtasche mit ihren Reisestuff ist auch da. Der ist auch da, okay. Als nächstes, wenn da nichts Ungewöhnliches, sieht auch nicht so aus, als hätte jetzt jemand übertrieben geputzt vor kurzem, oder? Also, dass es irgendwie ungewöhnlich aussieht. Die Sachen stehen auch da, wo ja, Jojo kennt, sie dass sie... Technomancerin und sie hatte Drohnen, die das ganz gut machen. Ja, aber die Sachen stehen noch da, wo sie sonst auch immer standen. Also, sie sind nicht irgendwie komisch gestellt, sodass die verschoben sind, ungewöhnlich. Also, dass so jemand hier war. So unheimlich gut. Auch mit deinem fotografischen Gedächtnis kannst du natürlich die exakte Ordnung nicht nachvollziehen. Nein, aber... es ist nicht so, dass eine Haarspülung beim Shampoo steht. Und sowas, ne? Und das ist auch noch ihr Schminkkoffer ist einfach immer noch einigermaßen nach Farben und Stuff geordnet. Also da ist jetzt nichts mega krass. Okay. Und das riecht auch nicht nach übermäßig viel Putzmittel. Dann nächster Halt Schlafzimmer. Nächster Halt Schlafzimmer. Auch da schaue ich mich halt intensiv um, sodass du Kleiderschränke auch gucken kannst. Auf. Fetisch-Stuff ist noch da, Sexspielzeug ist noch da, Kleider sind noch da, Jojos Panzerkleid ist noch da. Du merkst durchaus, dass er ein bisschen zögert, als er dann quasi die Unterwäsche etc. Schubladen, bevor er sie aufmacht. Naja, sagen wir mal so, die verraten dir nicht viel, weil du weißt nie, ob da jetzt eine fehlt oder vier fehlen. Das Ganze nee, das war schon klar, weil ich muss ja die Sachen aufmachen, ja. Um da irgendwelche Sachen drin zu sitzen. Und man merkt quasi Kaban an, dass er halt durchaus zögert, in diese Privatsphäre einzugreifen. Das war so klar. Klar war das klar. Ja, also, da was willst du noch? Mir fällt nichts ein. Nein, riecht immer noch leicht nach Rosenduft, aber sie hat immerhin einen Raumerfrischer. Ja, nee, es geht darum, ob da irgendwas ist, was auffällig ist. Irgendetwas, das weiß ich nicht. Vielleicht, na gut, Jojo wird nie rauskriegen, was Billy zu dem Zeitpunkt anhat, weil so gut kennt sie ihre Garderobe nicht. Aber, Vor allem, weil die sich öfter wechselt, also verändert. Richtig. Okay, also da ist auch nichts Spannendes. Küche, Kühlschrank. Sind hier noch irgendwelche, ja, guck ich gleich nach. Sind hier irgendwelche Cradsticks? Ah ja, stimmt. Cradsticks oder was war? Na, ja, irgendwelche Datenchips, Cradsticks, irgendwas, quasi irgendwas Interessantes. Ja, Billy ist zu vorsichtig, die wird die Datenchips alle formatiert haben. Cradsticks sind halt ein paar, die jetzt nicht aufgeladen sind oder mit halt so Beträgen, mit denen man aus dem Haus gehen kann, ne? Also nichts Besonderes. Irgendeine Möglichkeit herauszufinden, ob sie tatsächlich in ein Sarghotel gegangen ist, weil sie irgendwas hacken wollte. Ja, wie mit Vitalmonitors da? Okay, verdammt. Dann ist sie nicht hacken gegangen. So vorsichtig ist sie ja normalerweise. Schließ sie mal an. Was hat denn der das letzte Mal aufgezeichnet? Auch der wurde formatiert. Viel zu risky. Okay. Das werdet ihr ja auch. Also davon gehe ich aus, dass ihr sowas auch macht, weil der. Ja, ja, klar. Ah, hätte sein können. Nee, da war nichts. Okay, ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein. Kühlschrank, Flur, Schuhe? Okay. Welche Schuhe hatte sie an? Als sie gegangen ist. Flummi. Stellst dir das ein bisschen zu einfach vor. Du findest den Schuhschrank. Du findest ihn deswegen erst ein bisschen später, weil dieser Schrank viel zu groß ist. Sind ihre Lieblingsschuhe? Ja, aber auch Billy hat Lieblingsschuhe für bestimmte Anlässe. Ich glaube, Billy hatte viele Lieblingsschuhe. Und ich glaube nicht, dass du einen Überblick hast, liebe Jojo. Denn für dich ist das alles... Bra. Die hat mehr Schuhe als du Waffen. Ach, leider ist das wahr. Das ist ihr Waffenschrank. Die guten High Heels und so. Trotzdem guckt sie mal durch, ob sie das Gefühl hat, dass da ein paar fehlt, das sie besonders gut kennt oder wo sie Billy oft drin gesehen hat. Es weil fehlt sie... kein besonders teures Paar. Es fehlen nicht so merkwürdige Schuhe, wie zum Beispiel Stiefel oder sowas, was sie eigentlich nicht anhat. Also so richtige Waldstiefel oder so ein Scheiß, was sie auch zum Teil hattet. Und auch keine so Faschingsverkleidungsschuhe und so ein Scheiß. Oh, Mantel. Pass auf. Es gab immer diesen einen Mantel, den Billy angezogen hat, wenn sie in Gegenden gegangen ist, wo sie wusste, wo sie irgendwann mal beigebracht bekommen hat, dass sie da nicht ihren teuren oder ihren guten Mantel anziehen soll. Ja. Ist der da oder ist der weg? Der ist...
Okay. Okay, das war schon mal gut zu wissen. Sie ist also in eine schlechte Gegend gegangen. Also ist auf jeden Fall in eine Gegend gegangen oder auf jeden Fall ist es der unliebsame Mantel. Ich meine, sie ist damit in eine Gegend gegangen, in der man keinen 5000 Nuyen Pelz tragen konnte. Das schließt noch nicht so viel aus. Nein, ne? Aber so sie... Meierlich. Ja, aber sie hat auch, glaube ich, noch einen anderen Mantel. Sie hat ja nicht nur Pelz getragen. Achso, das meinst du, ja, das ist richtig. Auch das da hat sie... Das ist der, mit dem man in C-Gebiete oder schlechte C-Gebiete geht oder vielleicht sogar drunter. Genau, sie hat einen Mantel, mit dem sie in schlechte C-Gebiete oder drunter geht und das ist der, den sie überhaupt nicht leiden kann und den zieht sie eigentlich immer nur dann an, wenn sie... Sie hat, weiß das ja jetzt, dass es da bestimmte Gegenden gibt, wo sie den anziehen muss. Und dann gibt es noch den etwas besseren Mantel, mit dem man in gute Zielgebiete gehen kann. Und der vielleicht... fehlt auch. Der fehlt auch? Ja. Das ist nicht hilfreich. Ist ihr Auto da? Ihr Auto ist da. Fuck it. Dann ist sie mit dem Taxi gefahren. Möglicherweise, ja. Der Bumspulli ist nicht da. Ey, die kann doch nicht den Mumpsbully klauen. Entschuldigung. Du leckst. Ich glaube, du wolltest sagen, er kann dir nicht den Mumpsbully. Wir haben jetzt einen neuen Wagen. Das ist trotzdem verboten. Oh, die hatten 244er, 524er Ping. Mmm, lecker. Schön. Müsste aber jetzt eigentlich wieder gehen. Jetzt ist easy, ja. Doch, sie hat den Bumpsbully genommen. Aber den müssten man doch finden können. Ja, ich versuche den mal zu orten. Jo, mach mal Computer und Logik. Yeah, Sachen, die ich gut kann. Darf ich auch? Yay! Kritischer Patzer. Ich glaube, das ist die erste kritische Patzer, die ich gemacht habe hier in SA5. Das neue Comic ist halt einfach. Kannst du auch probieren. Kannst du machen. Aber Carbon hat's schon. Also, wozu? Du hast recht. Ist in Warschau. In Warschau? In Warschau. Easy. Wieso ist sie in Warschau? Keine Ahnung, er hat exakt die Haltepunkte an den Autobahnraststätten, an Tankstellen, an Grenzübergängen, wo der Bumsbully war. Und er ist halt einfach in den letzten 10, 12 Tagen bis nach Warschau gefahren. Ich schreibe dem Bumsbully mal eine Nachricht. Füchschen, meld dich, liebe Grüße, Schweinchen. Jo, in der Antwort wirst du gefragt, ob du Interesse daran hast, deinen Penis zu vergrößern. Auf Trollniveau. Kein Scheiß. Und mit Geld-Zurück-Garantie. Klick hier. Ich verstehe der wieder der absolut wirklich guten Versuchung, quasi da drauf zu klicken und tue das nicht. Aber Trollgröße. Ja, und vor allem, es könnte theoretisch sogar Billy sein, die mir mit irgendeiner Scheiße quasi eine Nachricht schickt. Na, oh Mann! Wir versuchen jetzt eine Spam-Mail zu interpretieren. Ich versuch dir gerade eine Nachricht zu hinterlassen, eine geheime, weil sie eigentlich bedroht wird. Und du willst da jetzt nicht draufklicken, ja? Die will ja gerettet werden, wirklich... Alter. Der Informatiker in mir schreit gerade los. Ich würde da jetzt draufklicken. Oh Gott, ich habe es gesagt. Weißt du, du kriegst einfach ein neues Comlink und du willst es halt einfach schon wieder kaputt machen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Alter, mir widerstrebt gerade jede Faser meines Körpers, dass ich auf eine Spam-E-Mail also klicke. Weißt du, wie schwer das ist gerade für mich? Dr. Varischniks Penisvergrößerung ohne Scheiß, Geld zurück, Garantie, Trollgröße, sieh hier, großer, geiler Penis, so wie meine. Wieso auch haben musst du kommen in Klinik von großer Doktor mit dicke, dicke Penis? Bist du klein und schwächlich, Mensch? Großer, dicke, geile Schwanz für geile, enge Fotzen. Das ist so der Grundwerbeclip, den du hast? Ja. Ist illustriert. Der Doktor hat recht, er versteht sein Handwerk, es ist enorm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also für nur 70 Nuyen, ja, das ist eine Behandlung, da ist natürlich nur 20% Steigerung möglich. Aber für nur 400 Nuyen hast du halt einfach 80% mehr Spaß, ja. Und das ohne Chirurgie, ohne Scheiß, ohne BioWare, natürlich. Das ist quasi
homöopathische Schwanzaufgeilung. Also Junge, wenn du da nicht draufgeklickt hättest, dir wäre echt was entgangen. Komm nach Warschau, Junge. Vor allen Dingen können 80% bei einer entsprechenden Grundgröße auch echt wenig sein. Ja, ja. Da stehen natürlich 80% mindestens 10 cm. Mehr. Also sind wir doch mal. Also nee, 20% mindestens. Ja, okay, übertreiben wir nicht. 80% mindestens 10 cm mehr gewesen. Komm schon. Da ist bestimmt eine Adresse von dieser Klinik, oder? Ja, na klar, in Warschau. Also, wenn das jetzt eine Nachricht von Willi ist, dann haben wir eventuell jetzt eine Adresse. So, dann sagst du Jojo, okay. Kabern. Achso, ich Jojo, weiß. Wenn du draufklickst, dann ist da aber natürlich was anderes. Jojo klickt nicht auf eine Spam-Mail. Ja, hey, das ist. Jojo, mach doch mal Computer und Intuition. Das wäre mir jetzt mal wichtig. Ach, minus eins, ne? Ich habe zwei Erfolge. Es könnte Spam sein, sag ich mal. Es ist also auf jeden Fall Spam. Kaban. Und das, ja, was Kaban da gemacht hat mit dem Zurückverfolgen, das irgendwie war auch nicht so. Also ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie viele Viren du dir da jetzt draufgeladen hast, aber du rufst mich nicht an. Du rufst niemanden an mit diesem Comlink, sagte sie, während sie mit ihm in einer Anrufkonferenz war. Verdammt. Ja, hast du kleine Brüste? Dr. Baryshnikovs Gigatiten für große und kleine Menschen oder andere Meter. Kaban, ich hasse du dich. Du bist klein und unansehnlich, bubenhaft. Jojo, mach das aus. Dicke, geile, das geht nicht. Dicke, geile Titten straff mit Nippel nach außen und oben. Kerle wollen dich ficken. So muss sein. Komm zu Doktor. Ich hasse dich. Nach Warschau. Geile Titten, kein Scheiß, Geld zurück, wenn möglich. Bla bla bla, ne? Du kennst den Virenscanner, bitte. Was? Ja, okay, du machst deinen Comlink wieder sauber und du machst Kabans Comlink sauber. Danke. Schön. Ich dachte, vielleicht ist das vielleicht eine verschlüsselte Nachricht von Nein. Willi. Nein. Sie haben ja sonst einfach noch mal aufgezogen wegen der Größe, weißt du? Hast du so einen kleinen Schwanz? Sie hat mich noch nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir saufen waren und sie zog mich damit auf? Stimmt. Ja, deswegen. Hat sie dir seitdem schon mal irgendwas in der Richtung geschickt? Nee, aber. Siehst du? Also ich weiß nicht, wie du da auf Warschau kommst, aber das, was du da zurückverfolgt hast, also sind, glaube ich, guck mal hier, die verschiedenen Postadressen dieser Klinik. Nee, da war nicht der Wagen. Hallo? Jetzt, wo du nochmal drüber guckst, könnte es sein, dass er halt von Moskau Richtung Westen gefahren ist, dann plötzlich in der DDR war, was halt schon komisch ist, und dann plötzlich wieder ein Stück weiter östlich von Polen und dann da wieder reingefahren ist. Das könnte passiert sein. Also, gut, bis auf diese ein oder zwei Sachen war das aber eigentlich ganz plausibel. Also, jetzt, wo ich lese, okay, vielleicht habe ich mich da vertan. Kannst du vielleicht mal gucken? Ja. Kürzen wir das ab. Du wirst keine vier Erfolge haben, oder? Nee. Dann sehe ich dich auch nicht das Ding finden. Juti, dann muss ich bei Elder wohl noch eins drauflegen. Okay. Gut. Ansonsten, okay, das ist eigentlich alles abgeklärt. Ich weiß auch nicht, wonach wir sonst noch gucken können. Also. Geh mal nochmal ins Wohnzimmer, also die restlichen durch, halt die restlichen Zimmer und mal gucke ich mal, ob mir was auffällt, aber. Nochmal alle Zimmer nochmal vernünftig. Quasi, ob ich irgendwas finde, irgendwas Verstecktes finde. Und so weiter und so fort. Na, du findest versteckt ihre so ein bisschen Runner-Gear, was man halt eher nicht offen liegen lässt. Aber ansonsten nix. Und das ist auch. Also du weißt natürlich nicht, was sie alles hatte und weiß auch nicht alles, vor allem nicht aus dem Kopf, aber euch fällt nichts ein, was fehlt. Gut.
Dann hat sich das wohl erledigt mit der Wohnung. Jo. Fuck. Also Jojo, du siehst Boris und den Dude halt aus dem Haus rauskommen und die gehen da jetzt irgendwo erstmal hin. Hey, zum Schnapsladen. Das ist das, was er braucht. Okay, Kaban, ich glaube, du kannst erstmal abzischen. Mir fällt jetzt echt nichts mehr ein, wonach man noch gucken kann. Ich programmiere die Tür übrigens auf meinen Fingerabdruck, dass ich da wieder reinkomme. Ja, da ist aber kein Fingerabdruckscanner dran. Ja, ist denn dann ein Touchfeld dran, so ein Nummernblock oder sowas? Es wird ein Nummernblock sein, aber das Ding umzuprogrammieren... Ich mache da von innen drin quasi einen weiteren Access-Code mit ja, aber dem Passwort 1000 oder so. Ja, aber du kannst nicht auf ihr Home-Node zugreifen, weil du halt nicht ihr Passwort hast. Ja gut, schade. Du weißt doch aber jetzt, wie es aufgeht. Ja. Komme okay. Wahrscheinlich auf den Home-Node komme ich wahrscheinlich auch nicht drauf, indem ich einfach Foxy eingebe oder so. Foxy ist es nicht. Du kannst es aber nochmal probieren. Kaban. Access granted. Ernsthaft? Nein! Das wäre jetzt so, okay, verdammt. Na gut. Okay. Ich versuche so halt so ein, zwei Sachen raus. Kriegen, aber da das ein Technometer ist, nö. Eher nicht so. Das habe ich mir gedacht. Er kann vermutlich einfach ein Gefühl in Binärzahlen übersetzen und das als Code nehmen oder so. Oder alles andere. Hat Billy irgendwann schon mal bestimmte Orte erwähnt, wo sie zum Hacken hingeht? Ah ne, sie war ja nicht hacken. Scheiß Vitalmonitor ist ja okay. Wobei man sagen muss, dass natürlich im Bumsbullien Vitalmonitor drin war. Soweit ich weiß zumindest, müsste da noch was gewesen sein. Da war, glaube ich, ein ganzes Medkit. Sie war immer an unterschiedlichen Orten. Und das waren Motels und Sarghotels. Also das sind halt 143 Trilliarden Möglichkeiten. Sie war auch manchmal in irgendwelchen Cafés und so, wenn es schnell gehen konnte. Okay. Dann ist es vielleicht am sinnvollsten, erstmal den Bumsbulli zu finden. Yep. Auf nach Warschau. Der ist nicht in Warschau. Ja, das weiß ich jetzt auch. Mann. Entschuldigung. Ach, okay. Ich würde sagen, du kannst einfach nach Hause gehen und ich werde noch ein bisschen Zeit totschlagen und dann mir meine Rechnung abholen. Jojo. Mhm. Und du bekommst eine Nachricht von deinem geliebten Bruder, der dir... Was, mitten in der Nacht? Leider bestätigt, dass Wally für dich Kleidung herausgesucht hast, sodass du, nachdem diese Sache gelaufen ist, einfach ganz entspannt und bitte ordentlich herausgemacht, ja? Auch ein bisschen vielleicht mal Creme und vielleicht auch mal ein bisschen schminken, dass du dann den Schaden bei ihr beheben darfst. So, die Technik, die da kaputt gegangen ist, um den Boden und sowas und um die Tür wird sie sich selbst kümmern, das hat nicht so lange Zeit. Aber einfach das und vielleicht auch noch ein paar andere technische Handgriffe dort machst, unter Aufsicht, damit du da nicht irgendwelchen Scheiß baust, da hat sie einen eigenen Techniker und ja, das wird dann deine Entschädigung sein. Schön. Aha. Ich werde die Schlampe irgendwann umlegen. Warum sollte auch nur der Spielleiter Connections killen? Also soweit ich weiß, habe ich bisher eine Person umgelegt und Jojo tötet halt einfach alles. Hallo, du hast schon öfter Menschen umgebracht. Hey. Ich will es von nichts. Ach so, ja gut, dann wenn du nichts weißt. Du hast heute einmal kurz zugelangt und schon war jemand fast tot. Ja, was kann ich dafür, dass er nichts aushält? Ja, das ist richtig. Juti, dann können wir das ja dabei belassen. Alle haben nochmal richtig gute Laune. Jojo, ja, sie hat super Laune. Ein Traum. Das hat ja noch Zeit. Das macht's nicht besser. Doch, schon. Weil dann musst du nicht dort sein und dir denken, du verschwendest gerade Zeit, in der du Billy hättest finden können und dann wirklich alles in die Luft jagen, sondern du kannst das nachher hin. Und so. Und dann vor Wally auch noch zu Kreuze kriechen, die sich benommen hat wie letzte Scheißkuh. Wie der Bückling, der du bist. Top.
Jojo wird es tun, aber sie sieht es halt leider einfach überhaupt nicht ein. So, wir sind wieder am Ende. Es ist jetzt nicht ultra viel passiert, das ist ja klar. Ich fand eigentlich das Gespräch mit Urbs ganz witzig, weil ich solche Gespräche mit Sprites mag, wo man halt einfach nichts versteht. Und ja, ansonsten ist ja jetzt offensichtlich, wie es weitergeht. Sie werden offenbar sich versteifen auf verschiedene Ansatzpunkte, die sie nun haben und blablabla. Genau. Dementsprechend mit Wally, das war natürlich sehr... also der Kampf an sich war offenbar wenig herausfordernd. Und das war, wenn man so, weiß ich nicht, ne, man denkt so halt, oh, Cliffhanger, und dann wird hier richtig los und dann zerreißen wir die, und dann war das nicht so. Kann ja auch nichts machen. Kavan ist halt einfach der Beste. Ne? So ist es halt. Kannst du nichts machen. Sind irgendwelche Typen in irgendeinem Puff, was können die denn? Nix. Ansonsten. Die White Russians laufen unter CC und Sharon gehört Tops. Alles steht im Video und in der Videobeschreibung sowie auf WordPress. Und die Musik ist von sowohl Intro als auch Outro von German Shepherd. Das ist das Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Bis zum nächsten Mal, Kinder.